Sonntag, es ist Buxtehude und es ist der 24. März 2024. Hier Schwunghof TV, herzlich willkommen hier aus Buxtehude. A-Jugend Bundesliga, Viertelfinale, Rückspiel steht heute an. Und wir wollen gar nicht so lange quatschen, das tue ich gleich. Denn der Trainer von Buxtehude, Adrian, ist gerade bei mir, der soll jetzt zu seiner Mannschaft. Und wir fangen mal gleich mit den Vollen an. Hinspiel gewonnen, 29:36 auswärts bei Blomberg-Lippe. Was können wir heute erwarten, was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wir haben zwar mit 7 gewonnen, aber dennoch haben wir ein paar Dinge gesehen, die wir besser machen können. Wir waren in der Chancenverwertung, klingt komisch, aber zweite Halbzeit werfen wir nur 66% und wir werfen eigentlich immer über 70. Also zweite Halbzeit haben wir extrem viel liegen lassen. Wir haben Torhüterleistung nur 10 gehaltene Bälle, da wollen wir auch mehr. Also an dem Tag war mehr drin. Ich glaube, dass es heute aber enger wird. Deswegen müssen wir heute die Dinge besser machen, die wir im Hinspiel nicht gut gemacht haben, damit wir ein ähnliches Ergebnis erzielen können. Und was uns erwartet, ist ein brutal enges Spiel. Das Tempo-Handball vom Allerfeinsten und die Mannschaft, die weniger Fehler macht, wird dann auch in Führung gehen, ja. Du hast gerade gesagt, du erwartest heute ein anderes Spiel als im Hinspiel. Natürlich wird die Blomberg-Lippe auch auf euch nochmal einstellen, aber ist das ein Bauchgefühl oder woran machst du das fest? Ja, es muss ja was anderes passieren. Blomberg wird nicht genauso spielen können wie im Hinspiel. Da haben wir sie, obwohl wir gar nicht so gut gespielt haben, dominiert. Ich glaube, dass sie heute der Abwehr ein bisschen was verändern werden. Die Frage ist nur wann und dann ist die nächste Frage, wie lange können sie es durchhalten? Sie müssen offensiv decken, denke ich. Wir sind darauf vorbereitet. Und dann spielt die Zeit für uns, aber unser Ziel ist nicht, die 7 zu verteidigen, unser Ziel ist es zu gewinnen. Wir haben mit dem Jahrgang jetzt noch 3 Spiele, das ist das Traurige im Jugendhandball. Ich habe den Mädels gesagt, wir haben hoffentlich noch 3 Spiele und alle 3 wollen wir gewinnen. Und ich will hier nicht mit einer Niederlage rausgehen, sondern das macht keinen Sinn. Wir wollen aufs Spiel gucken und nicht auf die Anzeige. Charlie hat es schon angedeutet, du hast dir schon verraten, ihr habt euch auf alles vorbereitet heute. 4-2-1, alles vorbereitet, alles schon parat liegen. Alle Spieler fit, sind alle Spielerinnen dabei heute? Nee, nicht fit und auch nicht alle dabei, aber das werde ich jetzt nicht verraten. Also wir haben Spieler, die haben die letzten 2 Wochen gar nicht trainiert und spielen heute. Ich glaube, für so ein Viertelfinale kann man auch mal sowas machen, aber das sind alles Ausreden. Wir haben einen starken Kader, die da sind, sind da, die werden alles geben und wir haben noch nie über Spieler geredet, die fehlen, sondern nur über die da sind und die auf der Platte sind. Letztendlich zählen ja auch die 60 Minuten und dass man schon mehr hat am Ende. Das ist Handball. Und dann hätten wir es gewonnen, dann wäre ich zufrieden, ja. Richtig. So, ich wünsche dir schon mal alles Gute und euch für heute viel Glück für heute. Ja, vielen Dank. Du gehst zu deiner Mannschaft und wir schnacken da im Spiel weiter. Genau, machen wir. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Viel Spaß. Danke. So. Wir machen fliegenden Wechsel, denn jetzt kommt der Co-Trainer von Blomberg-Lippe. Simon, schön, dass du da bist. Dein Mikrofon, hi, grüß dich. Grüß euch. Herzlich willkommen bei Schwunghof TV. Ich habe gerade schon mit Adrian geschnackt, Hinspiel, habt ihr zu Hause mit 29:36 im Hinspiel verloren gegen Buxtehude. Er rechnet damit, dass ihr euch auf einiges vorbereitet habt, dass ihr einiges verändert habt, dass ihr heute für einige Überraschungen sorgen werdet. Das wirst du mir sicherlich jetzt nicht verraten, aber ihr habt euch sicherlich vorbereitet, oder? Ja, logischerweise haben wir das ausgiebig analysiert und haben uns logischerweise darauf vorbereitet. Für uns zählt es in erster Linie natürlich eine ganz andere Leistung in den Dingen, wie wir sie machen wollen, zu zeigen. Wir erwarten 60 Minuten Mentalitätskampf von beiden Mannschaften. Sicherlich 2 Spiele mit Halbfinalniveau in unseren Augen. Aber wir wollen unseren Dingen natürlich treu bleiben und haben versucht, so ein paar Detailschrauben zu verändern. Aber am Ende wird das hier für uns über Kampfgeist und Einstellung gehen heute. Was waren denn die großen Knackpunkte im Hinspiel, die ihr jetzt angefasst habt im Training? Chancenverwertung habe ich vorhin schon gehört von eurem Trainer. Ja, genau. Wir haben in der Chancenverwertung relativ viel liegen lassen im Hinspiel, haben darauf natürlich ein bisschen geschaut. Grundsätzlich ist es natürlich für uns der Fokus in der Defensive. Wir haben sicherlich zu passiv verteidigt, waren nicht präsent genug, auch in Körpersprache, in Dingen wie Körperdruck, in Aggressivität. Daher erwarten wir heute einfach mehr von den Mädels und haben da versucht, an einigen Stellschrauben, so wie es in einer Woche eben möglich ist, dran zu arbeiten. Adrian rechnet mit ganz, ganz viel Tempo heute. Letzte Frage, sind alle fit bei euch? Habt ihr Bock auf ein geiles Spiel? Ja, bei uns sind alle fit, bei uns sind alle gesund und wir freuen uns mega darauf auf einen super Schlagabtausch und hoffen, dass bei beiden Mannschaften weiterhin alle gesund bleiben und dass wir ein schönes Handballspiel sehen. Und dann sehen wir uns wieder in der Spielende. Auch klar, danke viel Erfolg, viel Glück. Dankeschön. Und ein schönes Spiel. So, hier geht's heute Schlag auf Schlag bei Schwunghof TV. Jetzt kommt gleich noch unser Stargast, wollte ich fast sagen, dazu, unsere Expertin heute. Wenn Charlie Lust hat, dann kann sie zu mir kommen. Dann fangen wir nicht mal offiziell an heute mit der Einleitung. Ich habe nämlich heute keine geringere als Charlotte Charlie Kerr hier neben mir. Genau. Spielerin aus der ersten Dame aus der Bundesligamannschaft von Buxtehude. Erstmal Glückwunsch zum Sieg gestern gegen Metzing. Dankeschön. Kurz mal den Pokalsieger aus der Halle geschossen. Genau. Und wenn ich deine Worte verfolgen davon eben, dann soll es heute so weitergehen mit eurer A-Jugend.
Ja klar, natürlich. Wir wollen das mitnehmen und hoffentlich nehmen auch die Fans, die heute kommen, das alles mit, die ganze Stimmung und dann wollen wir ins Final Four. Ich gucke mir gerade um, knapp 200 Zuschauer und das ist schon da. Also das wird ein heißer Tanz hier, der Hallendischer legt sich schon ordentlich ein aufs Parkett. Und wir freuen uns auf ein geiles Spiel, um mal die ganz kurzen Zuschauer zu Hause abzuholen, die gerade zufällig eingeschaltet haben. Also es ist die A-Jugend-Bundesliga, es ist das Viertelfinale und es ist das Rückspiel. Und heute spielt der Buxtehude SV gegen die HSG Blomberg-Lippe. Ihr seht im Hintergrund, machen sich die Mädels schon warm und wollen quasi mitmoderieren. Auch das ist Handball und wir freuen uns auf ein geiles Spiel. Ich sag's gerade, geiles Spiel. Deine Wohnstube hier. Das ist quasi das zweite Zuhause. Was können wir hier heute erwarten? Wofür steht Buxtehude? Ich denke, es ist sehr, sehr viel Tempo in dem Spiel. Ich denke auch von Blomberg kommt das zurück. Das kennen wir auch aus der Bundesliga so. Sehr taktisch von Adrian, der plant das immer sehr, sehr gut, hat die Mädels natürlich auch gut vorbereitet und dann die ganze Stimmung mit den ganzen Trommeln, ich glaube, das ist ein kleiner Häckselkessel hier drin, bei uns auf jeden Fall und ich glaube, das wird heute auch so sein. Adrian hat sich natürlich eben nicht in die Karten schauen lassen, hat mir nicht verraten, was er verändert hat, aber er hat ordentlich an der Chancenverwertung gehadert vom Hinspiel. 7 Tore sind ihm eigentlich zu wenig gewesen, in der zweiten Halbzeit irgendwie nur 66% der Treffer drin gewesen. 10 gehaltene Bälle von den Torhütern. Er hat auch ein bisschen an die Mentalität appelliert vom Hinspiel. Witzigerweise habe ich das gleiche von Timon gehört, von Blomberg-Lippe. Auch der hat von der Mentalitätsschlacht gesprochen heute. Kann da so ein Hexenkessel hier in Buxtehude was bringen? Ich glaube schon, dass die Fans einen da ein bisschen Popo treten. Wenn es dann mal läuft, dann werden wir da oder werden sie da auch geführt von den ganzen Fans. Ja, ich glaube, das kann aber schon aber auch was als Gegner ausmachen. Kann man motiviert werden, so richtig heiße Stimmung, wenn man ausgepfiffen wird, das ist auch mal was Schönes, oder? Ja, ausgepfiffen wird man eigentlich in der Halle fast nie, da sind wir schon noch sozial hier in Buxtehude. Aber natürlich ist es besser, wenn man da applaudiert wird und getrommelt wird. Aber ich habe auch schon gesehen, da sind sehr viele von Blomberg auch mitgereist. Ich bin mal gespannt, wie diese Fanschlacht dann wird. Bevor wir jetzt gleich rübergehen an unseren Counter, an unsere Telefonzelle zum Spiel, sage ich immer. Du hast eben schon angedeutet, du kennst einige von den Mädels von der A-Jugend, weil die schon bei euch mittrainieren. Also Integration funktioniert bei Buxtehude SV? Ja, wir haben sehr, sehr oft die Torwart, also Torhüterin bei uns auch im Training, weil Debbie Klein auch Torwarttraining macht. Auch von den Feldspielerinnen sind ein, zwei immer wieder dabei, haben ja auch schon bei uns mitgespielt, als wir ein bisschen Verletzungspech hatten. Genau. Also ihr seht, Jugendarbeit bei Buxtehude SV funktioniert, Integration auch. Und jetzt freuen wir uns auf ein geiles Spiel. Ich gebe mal ganz kurz einen Überblick. Wie gesagt, Hinspiel war 29:36 für den Buxtehude SV. Heute das Rückspiel. Im Anschluss geht es weiter mit dem Final Four. Da steht natürlich noch nicht fest, wo es stattfindet, weil man noch gar nicht weiß, wer daran teilnimmt. Und derzeit sind noch im Rennen außerhalb von Buxtehude und Blomberg-Lippe Mannschaften wie der Hannover SV, Frankfurt, Leipzig als großer Favorit, habe ich schon mehrfach jetzt gehört, Berlin, aber auch Dortmund. Und der Geheimtipp dieses Jahr, habe ich gehört, Kornwestheim. Also laut Adrian die beste Jugendnationalspielerin derzeit überhaupt spielt er. Und die haben Dortmund geschlagen. Also muss man auch erstmal schaffen. Vorher seine Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber auch die Finalrunde hat ihre eigenen Gesetze. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf ein geiles Final Four, egal wo es denn stattfindet. Ich verabschiede dich jetzt erstmal rüber in unsere Kabine. Da kannst du schon mal vormarschieren und komm dann auch gleich hinterher. Einmal ganz kurz für euch, liebe Zuschauer noch, wir sind hier bei Schwunghof TV, das heißt, wir sind in einem Livestream, das heißt, ihr könnt natürlich auch in unserem Chat Fragen, Wünsche, Anregungen jederzeit schreiben. Wenn ihr etwas wissen möchtet, vielleicht auch aus dem Nähkästchen von Charlie, dann schreibt da gerne rein, wenn ihr wissen möchtet zum Spiel. Wir werden zwischendurch ein paar Umfragen machen, zum Beispiel zum Ende des Spieles vom MVP, wen ihr nochmal im Interview sehen möchtet am Spielende. Wir haben noch viele Live-Gäste heute hier, in der Halbzeitpause kommen noch Live-Gäste her, nach dem Spiel sprechen wir nochmal mit den beiden Trainern. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, irgendwas andeuten möchtet, schreibt es gerne in den Chat. Denn wir gucken jetzt mal auf die Uhr. Es ist 10 Minuten bis zum Anwurf. Und wir gehen jetzt mal so langsam rüber in unsere Kommentatorenkabine. Also, bis gleich.
Da sind wir wieder. Jetzt in unserer Telefonzelle am Spielfeldrand. Ich habe ein bisschen Angst, wir sitzen hier gefühlt 6 Meter von dem Außenpfosten weg. Also wenn hier zwischendurch Bildschirme durch den Bildschirm fliegen, bei uns durch die Kamera fliegen, könnte es daran liegen, dass wir die zweiten Torhüter sind heute. Ja. Ihr seht uns auch witzigerweise gerade, dann wisst ihr auch, wo wir sitzen, in der großen Weite der Kamera. Ich soll ganz kurz nochmal darauf hinweisen, wir haben ja einen ganz, ganz tollen Kooperationspartner, und zwar die Firma BetterGuard. Charlie und ich haben eben schon drüber gesprochen. Die beste Fußbandage auf dem Markt. Ihr seht hier dieses Gelenk und das sorgt dafür, dass die Bänder geschont werden. Beste, sag ich euch. Wenn ihr das Ganze jetzt in dem Link, den Michael jetzt gleich einblendet aus der Regie, hier bei Sprungwurf TV bestellt, dann spart ihr sogar noch 10%. Oh, ja. Für mich grad wie so ein kleiner das lohnt sich richtig. Ich fühle mich gerade wie so ein kleiner Influencer, aber das ist für eure Sicherheit, für eure Gesundheit und was richtig toll ist. So, den Schuhfall geht wieder weg. Und dann schauen wir auf ein geiles Spiel. Ich warte irgendwie noch auf eine Spielerliste eigentlich. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Dann könnte man ein bisschen auf die Mannschaften eingehen. Ansonsten haben wir hier parallel die Handy-Variante. Ich frage mal ganz kurz in die Regie, ob es noch möglich ist, eine Spielerliste zu kriegen. Ich liebe diese große Einblendung. Sowieso super, sich selber zu sehen. Immer. Danke an die Regie. Gucken wir uns lieber das Kampfgericht an. So, also die Tribüne, ich schätze 200, 250 Zuschauer und ZuschauerInnen. In froher Erwartung. Jetzt geht die Musik aus, das heißt, es wird mit Sicherheit auch gleich die Gästemannschaft schon einlaufen. Gucken wir mal kurz auf den Kader von Blomberg-Lippe. Laut Timon, dem Co-Trainer von Blomberg-Lippe, sind alle fit, alle dabei. Adrian wollte sich noch nicht in die Karten schauen lassen, wer denn heute wieder fit ist und wer dabei ist. Weil man ja jetzt auch noch so viel ändern könnte. Das habe ich mir auch gedacht, aber er wollte es mir halt nicht verraten. So, aber wenn ich da richtig raufgucke, von der Statistik des Hinspiels, die Haupttorschützinnen des Hinspiels sind bei beiden Mannschaften heute dabei. Auch bekannte Namen am Buxtehude SV aus der Jugendnationalmannschaft sind dabei. Die hatte ich ja wiederum gerade zu Gast in Handewitt. Kennt man die noch ein bisschen? So, also ihr seht auf der Kamera schon auf der linken Seite, die Gästemannschaft macht sich bereit zum Einlaufen. Also mit Spannung aufbauen habt ihr das ja hier, ne? Mit dieser epischen Musik. Ja, Musikkulisse ist super. Da fehlt ja nur das Piratenschiff, auf dem Spielfeld fährt. So, jetzt geht's los. So, und jetzt ist es soweit. Die Gastmannschaft steht bereit zum Einlaufen. Und warten auf ihr Kommando. 6 Minuten vor Spielbeginn kann das auch langsam losgehen. Und da sind sie. Und auch die Blomberg-Fans mit Megafonen und Klatschpappen. Ja, ein Drittel von den Zuschauern, vielleicht ein bisschen weniger. Viertel, sicher von Blomberg. Mit Megafon sogar. Wir lassen gerade mal ein bisschen die Kulisse euch wirken. Die Gastmannschaft wird gerade vorgestellt vom Hallensprecher hier vor Ort. Wann soll eigentlich eure neue Halle mal fertig sein? Ja, das wüsste ich auch gerne. Der also, neue Prunkpalast. Ja, eigentlich, als ich hierher gewechselt bin vor 3 Jahren, hieß es ja, die steht bald.
sehe ich noch nicht so ganz, aber... Also da steht ein Gerüst, das habe ich gesehen. Ich wollte gerade sagen, Grundgerüst steht langsam, Dach ist aber noch nicht da, also mal gucken, wie lange das noch dauert. Also in der Sommerpause gibt es dann Richtfest irgendwann? Hoffentlich, ja. Gut, aber da kennt man sich ja hier im Norden mit aus. Elbphilharmonie ist ja auch um die Ecke gewesen. Ja. Hat ein paar Jahre gedauert. Hoffentlich wird die Halle ein bisschen billiger als die Elbphilharmonie. Und dauert auch nicht 20 Jahre, gefühlt. Ja. Nee, aber wäre schön, wenn die nächste Saison sicher irgendwann mal da reinkommen können und dann da in der neuen Halle spielen würden. Also wird es auch eine neue Spielhalle, nicht nur eine Trainingshalle. Genau, ja. Weil die Halle hier, da merkt man schon, die fällt langsam ein bisschen auseinander. Ja, wird jetzt auch diese nächste Woche wird auch an der Decke irgendwas noch repariert, da müssen wir ausweichen. Die ganze Trainingswoche, also schon gut, wenn da die neue Halle mal kommen würde. Jetzt seht ihr den Buxtehude SV übrigens, die laufen gerade ein. Lautstärkemäßig seid ihr natürlich im Vorteil. Alle Bundesliga-Trommeln rausgeholt, die es gibt. Nur eine Trommel habe ich schon in meinem Auto, weil wir die für die Fans nächste Woche mitnehmen müssen mit dem Bus. Für die auswärts. Ist nicht hier, genau. Wo in Leverkusen. Gegen Leverkusen. Ostersonntag in Leverkusen. Was gibt Schöneres? Schönste Ecke von Deutschland. Ja. Ja, mit Malu habe ich witzigerweise gerade bei der Jugendnationalmannschaft geschnackt, vor ein paar Wochen, als die Nandewitt bei uns oben war. Da war das dann natürlich überhaupt gar kein Thema. Man guckt ja Stück für Stück und da war sie wahrscheinlich auch auf dem DHB-Fokus. Ja, klar. Aber auch beide Mannschaften natürlich ordentlich gespickt mit dem zukünftigen Elite-Kader, wollte ich sagen. Finde ich immer ganz, ganz spannend, auch wenn man die Männer, sich A-Jugendmännlich anguckt. Natürlich hat man immer so eine Idee, wer könnte es schaffen irgendwie, ja, aber ja. Was dafür... für Faktoren nachher noch mitspielen, damit man dann doch irgendwie den Sprung schafft zu den Profis und wie viel dann doch sagen, nee, dritte Liga reicht mir eigentlich. Ja, das entscheidet sich halt oft leider erst danach und die einen schaffen sie anderen nicht. Da gibt es halt einfach andere Dinge, Beruf, Familienleben. Genau, bei den einen ist es erst später, dass sie dann sagen, okay, mal, ich möchte das richtig machen, andere sagen, oh nee, reicht mir jetzt eigentlich trotzdem. Deswegen, bei den einen ist es schon früher die Entscheidung, bei anderen erst später. Ja. So, angeführt von den beiden Schiedsrichtern heute, das sind Marell Herrmann und Nico Schötteln-Dreier. Auch zwei bekannte Gesichter in der DHB A-Jugend-Bundesliga. Zwei erfahrene Schiedsrichter. Und Insomnia im Hintergrund, machen sie beide Mannschaften bereit. Ein Mentalspiel, haben beide Trainer gesagt. Ich habe es eben schon mal gesagt, ein Mentalitätsmonster möchte er heute sehen, hat Adrian gesagt. Dann hoffen wir mal, dass der Kameramann schnell genug ist heute in der Kamera, weil so viel Tempo, wie wir erwarten. Ja. Und machen wir einfach den Weitwinkelreifen für euch zu Hause. So, aber wie eben schon angedeutet, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt heute. Vielleicht will Schadi ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, wie das im Buxtehude hier so läuft, was es dafür Angewohnheiten gibt in der Kabine nach dem Spiel. Oh. Oder ob du irgendwelche Gewohnheiten oder Angewohnheiten hast, erst den linken Schuh, dann den rechten Schuh? Nee, tatsächlich gar nicht. Wir haben halt immer Kaffeekuchen vorm Spiel. Da bin ich immer die Einzige, die nicht hinsetzt. Also ich stehe da immer irgendwie... Pummeln im Ohr. Genau, ich kann da nicht ruhig sitzen. Aber sonst habe ich da eigentlich keine Rituale wirklich. Also ich habe witzigerweise immer als Einzige vorm Spiel schon... Ich habe schon vorm Spiel... geduscht. Oh. Einfach um den Alltag abzuduschen. Ja. Das habe ich irgendwann mal gehört. Ich meine, das war das Kretsche oder war das Christian Schwarzer? Irgendwie einnehmen wir das. Ne, Pascal Hens war das so genauso. Ja. Der sagte vorm Spiel und das irgendwie fand ich die Idee so cool. So, du kommst in die Halle und du spielst einfach den ganzen Alltag einfach mal ab und bist jetzt im Fokus für ein Spiel. Bist frisch und bist motiviert. Ja, also kenne ich tatsächlich auch ein paar, die das machen. Bei uns im Team tatsächlich niemand. Auch wenn wir viele sehr lange Auswärtsfahrten haben, wäre das vielleicht manchmal nicht schlecht, aber... Macht ihr mal einen Duftbaum im Bus, oder? Oh, ja, einfach, vielleicht auch einfach mal dann neue Klamotten haben.
Also ich kann mich da eher an Rückfahrten erinnern, wo der Trainer gesagt hat, es geht heute ohne Duschen im Bus. Ich habe keinen Bock auf den Kram. Nee, das geht nicht bei uns. Nee, das ist auch nicht schön. Wenn man dann auswärts mit 15 Toren den Cottbus verloren hat und einfach mal kurz den halben Tag im Bus sitzt und dann hat nicht geduscht. So, und jetzt geht's auch endlich los. Das Spiel läuft. Blumberg Lippe hat den Ball. Ohne Begrüßung heute, mir geht's gleich voll zur Sache. Aber zum Beispiel ein Aufbau. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch eine Spielerliste. Heute aber auch Minke im Tor, die jetzt gerade den Ball gefangen hat, die letzte Woche nicht dabei war, die war bei uns mit in Solingen. Da haben die einen Torhüterwechsel gemacht diese Woche. Ja, die erste Aktion gehört dem Schiedsrichter, hat er gut gesehen. Also ihr seht, wir haben 50 Sekunden gespielt, das ist ja schon der dritte Angriff. Wir werden heute häufiger die Zeitlupe sehen, denke ich. Hauptsache wir verpassen dann nicht ein anderes Tor schon wieder. Ja, das ist dann das Risiko, wenn das so weitergeht, 60 Minuten. Aber wir sehen jetzt schon eine sehr kompakte Abwehr bei Buxtehude, hat Adrian vorhin angesprochen, er legt da viel Wert drauf heute. Verschieben allein das Kreislauferspiel gerade. Und dahinter, du hast sie gerade angesprochen, ist Minke wieder da. Genau. Ihr seht ja schon die erste Umfrage übrigens, hat eben angedeutet. Wenn ihr in den Chat jetzt einfach mal eine 1 oder eine 2 schreibt, dann könnt ihr einfach mal sagen, von welchem Fanlager ihr heute kommt. Damit wir so eine kleine Übersicht haben, von wo ihr denn zuschaut. Ob ihr eher in Buxtehude beim Kaffee zu Hause sitzt oder in Blomberg am See mit dem Bier. Das könnt ihr jetzt mal kurz abstimmen. Die 1 für Buxtehude, die 2 für Blomberg. Zweiter Versuch von außen. Erst auch die Torhüterin von Blomberg ist im Spiel. Das ist Tina Stanojevic. Stanojevic, so genau zu sein. Und das erste Tor. Und im Gegenzug treffen sie vorne. Hast du die Nummer gesehen zufällig? Bin mir nicht sicher. Ich hab's euch gesagt, es geht hier Schlag auf Schlag. Im Gegenzug Finja Fischer mit dem 1:1. Wir bitten zu entschuldigen, wenn das so schnell geht, dass wir nicht zwischendurch alle Nummern sehen können. Und gleich der Ausgleich erzielt durch Nummer 7, Finja Fischer. Wenn ich mich nicht täusche, war das die 28, die vorhin das Tor für Blomberg gemacht hat. Melina Stürenburg steht hier. Aber trotzdem beide Torhüter schon im Game. Abwurf. Gut, Abwehrstand. 100% Fanlager Buxtehude im Chat. Super. Haben aber auch erst 4 abgestimmt, also. Ich sehe gerade Team Time vor T-Wax ist die Schwester vom Schiri. Das ist natürlich auch mein Support heute. Auch unsere Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Land sind natürlich unfassbar wichtig und wertvoll. Und die beiden, die habe ich schon ein paar Mal zu Gast gehabt im Norden. Also das sind nicht nur zwei Liebe, sondern auch zwei Kompetente und Nette. Und gut gehalten. Ich wollte sagen, also wenn Blomberg sich das vorgenommen hat, hier auf Tempo zu gehen. Aber, jetzt kommt das Aber. Die Chanceneffizienz auf beiden Seiten ist in den ersten 3 Minuten 40 jetzt noch nicht so gewesen. Ja, da merkt man, dass die beiden wahrscheinlich noch ein bisschen nervös sind. Oder die Torhüter warm werfen wollen. Ja, klar. Falls die davor noch nicht genug warm geworfen wurden, dann sind sie es jetzt sicher. Wieder Minke am Ball. Boah, könnte sie selber durch. Muss aber auch sagen, so platziert sind die auch noch nicht gewesen, die Würfe, ne? Nee. Also ich möchte jetzt nicht die Leistung im Tor schmälern. Aber als Trainer würde ich vielleicht schon mal sagen, wirf doch mal in die Ecken. Ja. Und die Torhüterinnen standen schon vorher da. Also es war jetzt auch nicht irgendwie ausgeguckt und dann andere Ecke. Da muss es nicht ganz so platziert sein, aber... Auf der Flucht erschossen. Genau. So, 7 Meter für Lumberg-Lippe.
Gucken wir mal, ob es hier ein bisschen platzierter ist. Merle Pause. Zum 1:2. Also diesen Wurf hat sie beim Warmmachen vor allen anderen, glaube ich, 15 Mal geübt. Habe ich zufällig von ihr gesehen. Diesen Unterarmwurf von 7 Meter in den Winkel. Hat funktioniert. Ja. Aber auch die Abwehr von Robert Knibbe. Was hat er da gesehen? Weiß nicht, ob das Schritte waren. Also sehr kompakt die Abwehr von Blomberg. Gestern mal ein bisschen das Spiel von letzter Woche reingeguckt. Also die Abwehr war nicht das Problem auf beiden Seiten. Schön den Vorteil laufen lassen von den beiden. Dann ist ein Freiwurf und nicht mehr. Und der nächste 7 Meter. Und 2 Minuten. Gegen Merja. Gucken wir nochmal in den Replay vielleicht. Vielleicht haben wir hier da mal von der Regie reinmachen. Ich habe mich nicht genau gesehen, war da ein Zupfer am Trikot oder. Gut, gibt keine Wiederholung. So, mal gucken, das zweite wieder. Oh, ja, der passt. Souverän. Wieder Merle Pause. Zum 1:3. Also so viel Tempo in der ersten Welle geht, so ruhig ist dann, ich nenne sie mal die dritte. Ja. Also beide Mannschaften, wenn das dann zum ruhigen Teil kommt, sehr geduldig im Aufbau. Gut gesehen. Schön gesehen. Treffer durch Lilly frei. Zum Anschlusstreffer 2:3. In Unterzahl. Nochmal zu erwähnen. Stimmt, ja. Aber auch da eine schöne Sperre vom Kreis gewesen. Stürmerfoul. Oh. Ja, für Buxte gut in Unterzahl da den Ball zu gewinnen. Ja. Also ich habe da jetzt eine Lücke gesehen, aber. Der Schiedsrichter stand deutlich dichter dran. Ja. So. Wieder die Torhüterin von Blomberg-Lippe. Das ist wieder Tina Stajonevic. Und schneller Treffer. Melina Stürmburg mit dem zweiten Treffer schon. Neuer Spielstand 2:4. Also Blomberg-Lippe heißt wie Frittenfett. Ja. In den ersten 8 Minuten. Bin mal gespannt, wie lange die das Tempo auch so weiterziehen können, weil jetzt schon sehr, sehr schnell. Oh. Und wieder Ballgewinn für Blomberg. Die Abwehr steht. Aber ich finde auch, die Buxte Girls, so heißen sie ja bei Instagram. Ja. Sehr, sehr fahrig im Moment ja noch im Angriff. Ja, sie sind sehr verhalten, was der Druck in die Tiefe angeht. Und dann irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Und dann kommt da irgendein Pass, der halt dann nicht wirklich sitzt. Ohne dass man richtig eine andere Spielerin gebunden hat. So kommt mir das bis jetzt ein bisschen rüber. Und Blomberg-Lippe macht seine Hausaufgaben. Und da ist auch die erste Auszeit. Adrian nimmt die Auszeit. Ich glaube, der ist nicht zufrieden. Nee, der hat sich was anderes vorgenommen. Fass mal ganz kurz zusammen, während ich hier die Spielerliste raussuche. Fass mal ganz kurz aus deiner Sicht die ersten 9 Minuten zusammen. Wir haben schon ein bisschen angedeutet. Ja, natürlich viel hin und her. Die Abwehr steht, ich würde sagen, auf beiden Seiten. Bei Blomberg aber noch ein bisschen mehr auf den Ball, die Abwehr. Die konnten schon sehr, sehr viele Bälle abfangen.
Bei Buchse war es dann oft die Rückraumwürfe jetzt von der Nummer 28, die da mit viel Power kommt, die dann nicht gehalten werden konnte, weil die dann halt auf 7 Meter stehen, die Buchse Girls. Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, unsere Buchse Girls müssen noch ein bisschen mehr in die Tiefe, die Leute mehr ziehen und dann aber auch selber torgefährlich werden. Das fehlt mir momentan im Rückraum noch ein bisschen. Ich finde, die technischen Fehler sind im Moment gerade sehr, sehr hoch. Also wie gesagt, das halt, sie gehen in die Tiefe, aber nicht überzeugend, dass sie den Ball dann halt quer rüberspielen und das kann halt Blomberg momentan lesen. Auch bei Blomberg gibt es ein, zwei technische Fehler vorne schon. Konnten das aber hinten wiederholen und vorne dann trotzdem noch 3 Treffer mehr machen als die Buchse-Mädels. So, also wir haben zumindest jetzt die Spielerliste in digital vorliegen. Ich muss gleich mal in der Halbzeit loslaufen. So, ich bin gespannt, was Adrian es seiner Mannschaft mitgegeben hat. Also Ballsicherheit auf der einen Seite, hast du gerade angesprochen. Abwehr ist es nicht so das Problem, aber wenn man vorne die Bälle nicht reinmacht. Ich habe jetzt auch einen Wechsel auf der Mitteposition bei Buchse. Mal gucken, was sie jetzt da noch reinbringt, Lea. Ich muss sagen, Lea Liebetau jetzt drin auf der Mitteposition. Auch sehr, sehr viele Finger getaped, sehe ich gerade. Ist die Frage, ob das Vor- oder Nachsorge ist. Ja, kann ich dir auch nicht beantworten. Wäre mein Tipp für Bettergard, dass man was für die Hände herstellt. Ja. Und nicht nur für die Füße. Für die Finger. Genau. Braucht man ein bisschen weniger Tape mal. Genau. Und hat vielleicht am Ende der Karriere noch ein paar Kapseln in den Fingern. Ja, das bezweifle ich, aber... Haben Sie Glück gehabt? Muss man nicht geben. Aber auch das war schon wieder so ein Verzweiflungswurf, würde ich fast sagen. Ja, war nicht ganz durch, wirft dann trotzdem, aber mit zu wenig Überzeugung, meiner Meinung nach. Gegen 2 Gegnerinnen. Das waren Schritte. Ja. Es sind einfach zu viele technische Fehler gerade bei Blomberg-Lippe. Und jeder, der gedacht hat, das Hinspiel mit 7 Toren für Buchse. Ja, auch da wird gehalten. Kann man geben. Ja, und schon der dritte 7 Meter. Ja, alle 3 berechtigt, muss man auch mal deutlich sagen. Ja, klar. Also die Kreisläuferin von Blomberg macht einen schönen Job. Die stellt sich schön frei. Die sperrt sich schön selber frei, sag ich mal. Und wirft dann auch die 7 Meter selber. Ja. Auch selten, dass die Kreisläuferin die 7 Meter selber wirft. Oh. Und dann noch mit Gefühl. Ja, mit Gefühl. Auch schon 3 verschiedene Würfe gezeigt. Ja. Nicht schlecht. Also beide Trainer haben es vom Spiel schon gesagt, es ist eigentlich man hätte sich das als Halbfinalpartie gewünscht, diese Partie. Also wer gedacht hat, das Hinspiel mit 7 Toren ist entschieden oder vorentschieden, wie auch immer, der hat erst keine Ahnung vom Handball. Und zweitens sind dafür beide Mannschaften einfach zu gut und zu taktisch gut eingestellt. Ja. So, man sieht es aber, Buchse versucht gerade noch ein bisschen Sicherheit in den Rückraum zu kriegen. Aber die Abwehr steht. Ja, so da schön aggressiv. Da steht wieder eine gewisse Mellepause. Ist aber auch gerade momentan von Buchse sehr, sehr viel auf die Person gespielt und nicht in die Lücken rein, dass sie sehr viele Unterbrüche machen können momentan. Der gemeine Trainer würde von Standhandball sprechen. Ja. Auch da wieder keine Lücke, Apfel verschiebt super. So, jetzt mal ein 7 Meter für Buchse. Auch da gut gesehen vom Schiedsrichter. Ball zwar drin, aber sie lag im Kreis schon. Ja. Ich möchte mal behaupten, 70% der Schiedsrichter hätten den Ball einfach zählen lassen. Ja. So, also jetzt 7 Meter für Buchse. Von Aida Mittag. Auch souverän. Den ersten 7 Meter.
ich finde dieses Umschaltspiel wirklich sehr bezeichnend bei beiden Mannschaften. Wie viel Ruhe sie sich im Angriff lassen, wenn nicht die erste, zweite Welle möglich ist. Ja, ja. Und wenn sie möglich ist, dann siehst du hier 3 Sekunden 100 Meter Läufe. Oh, diesmal den Kreispass abgefangen. Gut, irgendwann muss man aber auch mal verstehen als Mittelblock, dass die Bälle da aufsetzen. Ja, kommen. Ja. Wurde auch Zeit, dass man da mal ein bisschen was anderes probiert. Denn ich sag mal so, bei Blomberg-Lippe, so gut der Angriff ist, aber es läuft fast alles über Sperren oder über die Kreisläufer. Ja, bisher. Ja, die hilft da sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob Adrian das angesprochen hat, aber so wie ich ihn kenne, so gut taktisch ausgebildet wie er ist, hat er das mit Sicherheit gesehen. Denke ich mir jetzt auch. Aber vielleicht für den Zuschauer zu Hause einfach mal die Kreisläuferarbeit gucken bei Blomberg. Boah, schöner Wurf. Auch da wieder die Lücke frei gesperrt für den Wurf. Schöner Treffer. Vorkehr für Blomberg-Lippe, das müsste die 28 gewesen sein, wieder mal. Milena Stürnburg mit dem dritten Treffer. Durch die freigesperrte Lücke. Da muss man auch einfach sagen, in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren hat sich da so viel getan, gerade bei den Mädels in der A-Jugend-Bundesliga, was taktisch angeht. Ich weiß gar nicht, wie lange es die A-Jugend-Bundesliga jetzt schon gibt bei den Mädels, aber... Oh, da ich selber nicht aus Deutschland bin, weiß ich das selber auch gar nicht. Wie ist denn das in der Schweiz? Wir haben nicht A, B, C Jugend, sondern bei uns ist das dann U14, U16, U18 so aufgeteilt. Ist ja eigentlich dasselbe. Die Schweiz ist natürlich viel, viel kleiner. Da gibt es nicht irgendwie erst eine Region, dann die andere Region, weil da kann man gut mal durch die ganze Schweiz reisen mit 3 Stunden vielleicht, die weiteste Fahrt. Genau, da sind wir meistens um die 8 Teams. Und dann wird das da durchgespielt. Und am Ende gibt es dann Finalspiele. Wie auch hier, gibt kein Final Four, weil, wie gesagt, ist halt alles nah aneinander. Und so wird dann am Ende dann der Sieger oder der Schweizer Meister dann eigentlich ausgespielt. Aber da gibt es quasi auch schon von der Leistungsklasse her sowas wie eine A-Jugend? Ja. Bundesliga? Ja. Sowas in der Richtung? Oh, ich würde sagen, dass die deutsche Bundesliga schon ein bisschen technischer vorangeschritten ist als jetzt in der Schweiz, auch weil es halt hier einfach viel, viel, viel mehr Mädels gibt, die Handball spielen. Die Auswahl ist hier viel größer. Ich meine auch hier, wir haben eine A1, eine A2, halt mehrere, in der Schweiz gibt es da halt nur ein Team und es wird auch immer mehr momentan, aber als ich da noch gespielt habe, da musste man halt einfach mit den Spielen, die man hat. Das war einfach schön, oh, schöner Wackler. Schönes 1-1 von Malou, gut gemacht. Wobei ich nochmal ganz so betonen muss, ich wollte die Dinge unterbrechen, aber hast du den Strahl gerade von Milena Schürnburg gesehen auf der anderen Seite? Ja, der war auch sehr gut. Also die bewirbt sich hier gerade für die erste Mannschaft, wenn ja, man das so sagen kann. Ja. Und auch schön platziert die Würfe. Also. Ja, vor allen Dingen eine 100% Quote im Moment gerade, aus dem Rückraum. Wieder gut aufgepasst diesmal im Kreis. Ja, den Kreis haben wir jetzt im Auge. Und da kommen wieder mit Tempo. Also bei Buxte kommt jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel, auf jeden Fall. Die Auszeit hat in der Form was gebracht. Kreisläufer war besser im Griff. Ja. Mehr Ruhe reingebracht. Wie du schon sagst, ein bisschen die Hibbeligkeit war am Anfang noch ein ja, bisschen da. Ne? Hat man gemerkt. Oh. Ich glaube, wir können auf jeden Fall noch einiges erwarten heute. Den Buxte jetzt mit der Chance wieder zu verkürzen auf 2. Aber auch wieder gut gemacht von der Blomberger Abwehr. Das generelle Verschieben funktioniert wirklich gut. Auch da versucht jetzt die Kreisläuferin von Buxte mal ein bisschen zu sperren, ein bisschen zu nerven im Mittelblock, sag ich mal. Ja. Zeitspiel ist angesagt. Stürmerfoul oder was? Schöner Pass.
Nummer 5, Blomberg-Lippe, das ist Julia Hertha. Aber ich glaube, an dieser Stelle kann man nochmal den Pass erwähnen. Ja. Weiß gar nicht, kam da von der Torhüterin direkt der Pass? Nee, von der Feldspielerin. Auf jeden Fall kann sie im nächsten den Quarterback werden mit dem Pass. Der ist ja wirklich wie eine Murmel vom Himmel gefallen. Ja, genau an der richtigen Stelle. So, da ist endlich mal schön im 1 gegen 1. Nach dem Kreuzer jeder Mittag. Mit dem dritten Treffer, 2,7 Meter, einmal jetzt aus dem Rückraum. Die auch im Hinspiel ja schon ihre 10 Tore geworfen hat. Mal gucken, ob sie es heute nochmal schafft. Ja, aber in der heutigen Zeit ist ein Rückraumspiel ja auch angewiesen auf einen guten Kreis. Ja, ja. So, wenn da keine Lücken sind. Ich meine, das sieht man bei Blomberg gut, wie der Kreis, also die Kreisläuferin gut geholfen hat da bisher. Und jetzt sehen wir es auch endlich bei Buxte. Das ist schon das zweite Mal, dass da Lücken freigesperrt werden, dass man mit dem 1 gegen 1 mit dem Wackler dann doch mal durchkommt. Ja. Wieder gut aufgepasst vom Kreis. Der Nachwurf. Merle Pauser, 5. Treffer schon. Ah, oh, schade. Die hat sie nicht gesehen, glaube ich. Gut gedacht, aber... Die hat sie nicht gesehen. Die stand schön versteckt hinter ihrer Halbverteidigerin. Ja. So, jetzt gibt es einen Wechsel an der Kreisposition. Nee, der Pauser darf mal durchschnaufen. Ich glaube, es hat sich nach 18 Minuten aber auch verdient, so wie die geackert hat. Ja. Und nach 18 Minuten 5 Tore und auch bei vielen anderen Toren Mithilfe geleistet. In der Abwehr ordentlich geackert. So, Auszeit Blomberg. Fassen wir mal die letzten 13 Minuten bei der letzten Auszeit zusammen. Rechnung funktioniert am Sonntag. Ja. So, also ich glaube, die Auszeit von Adrian hat was gebracht. Also, wie wir schon gesagt haben, ist Stabilität im Angriff reingekommen. Die sind nicht mehr so fahrig, die Mädels. Bisschen gezielter auch angegriffen. Den Kreis in der Abwehr in den Griff gekriegt. Genau. Und ganz im Gegenteil, im Angriff sogar den eigenen Kreis mal eingesetzt. Ja. Denn wie gesagt, also wenn bei jedem Kreuz der Mittelblock schon an 9 Meter steht, weil kein Kreislaufer da ist, der sie beschäftigt, dann brauche ich dir nicht zu erzählen, das erfahrene Bundesligaspielerin. Und ich glaube, Blomberg hätte es auch nicht unbedingt die Auszeit genommen, weil denen das nicht gefällt, was da passiert, sondern einfach ein bisschen... Einmal durchschnaufen, nochmal Ruhe Veränderung. Rein. Haben wir gar nicht in der Pause schon draußen. Nochmal kurz die taktische Veränderung ansprechen. Haben jetzt, wenn jetzt richtig sie nicht mehr gewechselt nach der Auszeit. Jetzt kommen die mit einer Rechtshänderin auf der halbrechten Position auf Blomberg. Ja, die ist, guck gerade nochmal nach. Islana heißt sie, glaube ich. Genau. Wenn ich täusche, genau. Die war aber eben schon drin. Aber wir... Hier, Roslana wurde eingewechselt, Kreis wurde gewechselt und deswegen jetzt wahrscheinlich auch die logische Konsequenz, dass dann nochmal wieder denselben Pass probiert, diesmal nicht angekommen. Ihr seht gerade nochmal den Link eingeblendet, da ist er wieder. Unser Schuh, Better Guard, beste, sage ich euch, Protektion für die Knöchel. Und das Nationalspiel dann jetzt Lichtern, weil hat so ein Ding auch. Seht ihr auch gerade eingeblendet. Ich habe so ein Ding auch zu Hause. Aber ich gebe nochmal den Tipp an Better Guard, sowas mal für die Finger zu erfinden. Also heute zuschlagen, 10% sicher. Ich finde die beiden Schiris, wir haben ja Fans aus der Schiedsrichterschaft in den Kommentaren, ich finde die mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl bisher. Ja, auch auf beiden Seiten ausgeglichen. Lassen viel Vorteil laufen. Schönes 1 gegen 1. Oh. Das finde ich ist ein bisschen hart. Ja, war da noch ein kleiner Schubser in der Luft drin. Na gut, wer Malu kennt, weiß, dass sie gerne zur Seite springt. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen hart, aber okay. Also 7 Meter, den kann man geben. So, also Aida jetzt die Chance mit ihrem, auf ihren 5. Treffer. 4. Treffer. Torhüterin dran. Aber drin ist er. Zum neuen Spielstand 7:10. Aber auch Blomberg jetzt mit deutlich mehr Ruhe. Ja. Kräfte man merkt schon. Aber auch schon ein bisschen weniger Tempo. Jetzt erste, zweite Welle ist schon ein bisschen weniger gespielt als die ersten 10 Minuten. Vielleicht auch nicht so schlecht. Nee, sonst spiele ich auch 60 Minuten, ne? Okay,
Also konsequent hätte ich da dann auch mal die 7 Meter gegeben, weil der Jobs aber auch da. Ja. Aber es war noch ein bisschen weniger als vorher, glaube ich. Oh, da war schön gespielt. Lea Liebetrau mit ihrem ersten Treffer vom Kreis heute. Vielleicht auch die Belohnung, dass sie vorher zweimal freigesperrt hat, dass sie ja selber mal durfte. Nee, sie ist ja eigentlich Rückraumspielerin. Die ist gerade eingelaufen und okay, dann genau angespielt worden. Guck mal einer an, da kennst du die Mädels besser als ich. Oh. Tor ist leer. Lucy Saul. Und zack, bumm, haben wir wieder ein Handballspiel. 9:10. Wird spannend. Oder bleibt spannend. Deswegen lieben wir diesen Sport. Also derzeit wegen Unterzahl keine Torhüterin bei Blomberg. Ja, das hat sie schlau angegriffen, da Aida noch sehr weit vorne war vom Doppeln vorhin. Ja, und die Hände waren leider zu sehr am Hals. Ja. Also auch da absolut richtige Entscheidung. 7 Meter sowieso, auch die 2 Minuten kann man geben. So, mal da gucken, ob wir jetzt nochmal eine andere Wurfvariante sehen. Wo sie noch so drauf hat. Da war er wieder. Da war er wieder, diesmal auf die andere Seite. Okay. Und sie darf auch direkt wieder zur Abwehr durchmarschieren. Schluck Wasser auf der Bank und einmal durchatmen reicht. Wieder zum Alten zurück. Da war keine Lücke und keine Anspielstation. Ja, jetzt sind sie Unterzahl auch noch. Jetzt muss irgendjemand aufs Tor. Auf der anderen Seite bringt ja auch Spielen Zeit. Spielen gut, ne? Die Zeit raus, ja. Oh, die steht im Kreis. Ja, ja. Das geben sie einen Meter. Sehr, sehr klug gespielt. Gut Zeit rausgespielt und am Ende in 7 Meter. Besser kann man es eigentlich gerade nicht machen. Richtig. Und jeder Trainer schlägt die Hände über den Kopf zu sagen, warum verteidigst du sie nach außen durch den Kreis? Ja. So, also jeder Mittag jetzt mit der Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Und da ist er. Ihr persönlicher 5. Treffer jetzt schon. 5. Treffer. Hast du recht. 4. 7 Meter. Kein Rückpass an die Schiedsrichter. Schön aufgepasst. Und ich muss sagen, Blomberg spielt seine Überzahl gerade unfassbar schlecht aus. Ja. Wenn sie Glück haben, geht das Ganze mit 1:1 aus. Müsste die Ballhalterin den Ball kurz ein bisschen länger halten und dann könnte man das eigentlich gut rausspielen. Da ist nur ein bisschen zu früh schon losgespielt, dass die Abwehr den gut abfangen konnte. Du hast mir gerade ein tolles neues Wort beigebracht. Ballhalterin. Das habe ich noch nicht gehört. So, jetzt kommt der Ball kurz zu uns. Wir dürfen kurz mitspielen. Gott sei Dank flach. Die Kameras sind noch da, wo sie hingehören. Die Ballhalterin. Nicht? Ja, erstmal Vorteil, dachte ich mir, aber
Ja, das ist jetzt natürlich schade. Man muss dazu aber sagen, wir sitzen hier in dieser kleinen, in diesem kleinen Kapuff, sagt man ja auf Norddeutsch. Ja. Wir können auch nicht so richtig hingucken. Also da vertrauen wir den beiden Experten an der Pfeife heute schon. Das soll nicht so rüberkommen, als wenn wir das ins Fragezeichen setzen. Nicht, dass wir ja noch einen Shitstorm im Chat bekommen von den Schiedsrichter-Fans. Nee, das wollen wir nicht. Ja, das sind leider Schritte. Pfeifen Sie aber auch konsequent. Also der vierte lauge Schritt. Ja. Sagt man ja so schön, oder bei dir der Andi Schmied-Schritt. Ja. Der wird hier konsequent weggepfiffen. Oh, kleiner Winkel. Schön gehalten. Pfosten, Pfosten. Die Pfosten-Torwart, Pfosten. Genau. Das war quasi auch eine... Jetzt kommt die Floskel des Tages. Das war auch eine Ballhalterin gerade, die Torwart. Ja, ja. Das so, jetzt geht es hier gerade ein bisschen hin und her mit ein bisschen zu schnellen Abschlüssen. Wenn man das so nennen kann. Also, sie war ja nicht alleine vorne. Ja. Und die Abwehr stand auch noch nicht so richtig, aber dann muss man ja nicht unbedingt in den Mittelblock mit drei Mädels reinmarschieren. Aber wir können ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir dich schon hier haben. Oh. Ja. Ja, gut. Kann Blomberg nichts für, ne? Nee, aber schön abgefangen. Gut aufgepasst bei der Rückwärtsbewegung. Wie läuft denn aus eurer Sicht die Saison bisher? Ja, wir haben die Saison, würde ich mal sagen, schlecht angefangen, hatten aber auch natürlich... Oh, schön. Ruslana mit dem 10-12. Hatten auch Auswärtsspiele, die nicht ganz so einfach waren. Konnten dann zu Hause alle Siege einholen, die wir eigentlich mussten. Hatten dann gegen Dortmund mit einem Tor verloren zu Hause, was ärgerlich war, weil wir das hätten wir sicher einen Punkt mitnehmen können. Dann auch Bensheim auswärts in Bensheim, dann am Schluss mit 2 verloren. Ärgert man sich danach auch, weil es möglich gewesen wäre an dem Tag. Ich glaube, sonst können wir halt uns nur sagen, ja, Solingen, nur mit einem Punkt aus Solingen zu kommen, sollte nicht passieren. Jetzt aber, Manu Sperling. Zum Ausgleich. Schön. Lea Liebetrau und Manu Sperling. Das genau. Ist Handball. 16-12. Ja. Alles andere ist eigentlich so, wie wir es wollten jetzt seitdem gelaufen. Wie gesagt, Solingen nur mit einem Punkt nach Hause gehen, das ist nicht schön, aber... haben jetzt gestern gegen Metzingen gezeigt, dass wir es auch anders können und den Pokalsieger auch mal schlagen können. Wobei das natürlich auch eine kleine Überraschung war beim Pokal, muss man sagen. Ja. Auch wenn man dem Mädels das könnte, erste Titel überhaupt. Ich spiele jetzt jahrelang in der Bundesliga. Ich glaube, hätte niemand damit gerechnet. Nein. Oder auch wenn man die Wetten angucken würde davor, wahrscheinlich weniger auf Metzingen gesetzt. Einige Leute vielleicht richtig reich geworden. Ja. Also auf Deutsch gesagt, ihr seid jetzt, ich sag mal so, zu 2/3 der Saison im Soll und... Ja, wir sind momentan auf dem 7. Platz. Das Mittelfeld, natürlich wünscht man sich, dass man da noch ein bisschen höher kommt. Aber wir sind im Soll und sind nicht irgendwie abstiegsgefährdet, was am Anfang vielleicht ein bisschen die Angst da war, weil wir da halt wirklich ein paar verloren haben. Aber wenn man die Gegner angeguckt hat, ja, kann man die auch mal verlieren. Absolut. Wie lange bist du jetzt hier im Norden? Jetzt spiele ich die dritte Saison hier und habe jetzt noch mal ein Jahr verlängert. Also sicher. So, Aida wird da immer noch das Zünglein an der Waage. Ja. Und das ist die erste Führung für Buxtehude übrigens. Dritte Saison. Genau, dritte Saison. Jetzt sicher noch eine hier. Genau. Ich wollte sagen, also, mittlerweile hörst du dich ja fast Norddeutsch an. Das Schweizerische ist ja nicht mehr ganz so doll. Ja, nicht ganz so wie bei Andi Schmid. Zum Beispiel. Der war ein paar Jährchen mehr in Deutschland noch. Ja, aber er war im tiefsten Süddeutschland quasi. Ja. Aber ich finde, bei dem haben wir bis zum Schluss noch gehört, dass er aus der Schweiz kommt. So, also während wir hier über die Bundesliga-Mannschaft von Buxtehude schnacken, zeigt die A-Jugend, warum sie im Viertelfinale steht. Dann haben wir ganz kurz das Spiel gedreht. Oh, schön gespielt. Und führt jetzt mit 2.
super ausgespielt. Finja Fischer, zweiter Treffer. Schöner Parallelstoß, schön in die Lücke reingestoßen. Und Lena Pauser weiß ganz genau, warum sie die Finger weglässt. Ja, und jetzt sieht man auch mal, was passiert, wenn man die Lücken stößt und nicht nur auf die Person rauf geht. Genau. So, Blomberg wieder gewechselt, Mittelposition. Jetzt steht die Abwehr bei Buxtehude. Das ist ein Stürmerfoul. Ja. Was noch ganz wichtig ist, was wir nochmal erwähnen können, ist, wenn ihr heute das erste Mal bei uns zuschaut bei Twitch, ihr könnt natürlich auch ein Follow da lassen oder ein Like auf unserem Kanal. Denn wir als Livestreamer sind natürlich angewiesen auf Follower. Hm? Kurz stehen geblieben mit einem sehr schönen Gesichtsausdruck. Gott sei Dank läuft es weiter. Ja. Also wir als SprungerTV sind natürlich darauf angewiesen, dass wir Likes und... Jetzt läuft wieder alles. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Likes und Follows haben. Das wäre lieb, wenn ihr mal ein paar da lassen würdet. Denn wir müssen uns natürlich gegenüber den Sponsoren und Vereinen natürlich auch mal wieder ein bisschen beweisen und zeigen, dass wir gerne geguckt werden. Aida Mittag. Ich weiß gar nicht. Siebter Treffer von 15. Und im Gegenzug Treffer für Blomberg Lippe. Aber du hast schon gesagt, im Hinspiel Aida 10 Treffer. Genau. Ich glaube 4-7 Meter davon. Ich weiß gar nicht, wie viele 7 Meter das bis jetzt sind. Jetzt sind... Oh, das ist Halbzeit. Wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Es war so laut hier in der Halle, ich habe es gar nicht mitbekommen. Buchse mit 2 Toren vor. Ich habe gerade die Info gekriegt, wer mein Halbzeitgast wird. Oh. Und? David? Dirk wird. Ah. Gucken, was der so über dich erzählt. Ja, bin ich auch gespannt. Ich werde es dir vielleicht erzählen. Guck mal, was er bietet. Vielleicht höre ich auch einfach zu. Schalte es mal kurz ein. So, 15:13 zur Halbzeit. Lass uns mal ganz kurz 10 Sekunden zusammenfassen, weil Dirk steht nämlich schon bereit. Erste Halbzeit. Waren hin und her, ne? Ja, bisschen auf und ab, sehr, sehr viele technische Fehler, aber auf beiden Seiten fand ich jetzt. Buchse hat es jetzt am Ende wirklich gezielt angegriffen, die Lücken angegriffen. Da hatte dann bei Blomberg die Kraft irgendwie ein bisschen gefehlt oder die Aggressivität am Ende, hatte ich das Gefühl. Die Konsequenz fand ich. Ja, ja. Also sie haben so konsequent wirklich vernünftig angefangen hier, während Buchse noch ein bisschen Anlaufzeit brauchte. Und das Spiel hat sich ein bisschen gewendet. Ja. So, da war vielleicht auch die Aussage im richtigen Zeitpunkt von Adrian und die Worte. Vielen Dank für eure Likes, sehe ich gerade. Aber ich gehe jetzt erstmal rüber an meinen Kommentatorenplatz und du kommst gleich nach. Und dann machen wir mit der Analyse weiter. Denn ich habe noch einen Live-Gast und den werde ich erstmal besuchen gehen. Sind wir drauf? Ja. Nee, noch nicht. Aber das Bild ist schon da. Jetzt sind wir drauf, liebe Handballfreunde. Es ist Halbzeit hier in Buxtehude. Halbzeitstand 15:13, hatten Charlie und ich gerade schon angesprochen. Ich begrüße jetzt zu meiner Rechten, zu eurer Linken, Dirk Leun, Trainer von der Bundesligamannschaft. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Fass mal ganz kurz aus deiner Sicht die erste Halbzeit zusammen. Schade, ich habe das eben schon angefangen, ein bisschen zu analysieren. Jetzt bist du dran als Trainer. Ja, ich denke, dass Blomberg sehr gut vorbereitet hier angetreten ist. Sie haben am Anfang eine sehr kompakte Deckung gestellt. Kaum Durchbrüche von Buxtehude zugelassen.
Deshalb sind sie auch verdient am Anfang, ich glaube, 8-4 in Führung gegangen. Dann hat es Buxtehude aber auch geschafft, mehr Lücken zu reißen, ihr Spiel durchzusetzen, was ganz klar immer wieder in die Zweikämpfe geht, Tiefe bearbeiten. Und ja, Handball ist ein Phasenspiel und ich glaube, die letzte Viertelstunde oder letzten 10 Minuten war das Momentum eher auf Buxtehuder Seite. Aber ich finde, es sind, obwohl es eine hohe Fehlerzahl ist auf beiden Seiten, ein sehr intensives Spiel. Und trotz des jetzt 9 Tore Vorsprungs aus meiner Sicht noch nicht die Vorentscheidung. Die Vorentscheidung auf jeden Fall nicht, das haben wir ja im Hinspiel schon gesehen. 7 Tore aus dem Hinspiel, jetzt haben wir zwischendurch eine 4-Tore-Führung für Blomberg-Lippe und plötzlich steht es zur Halbzeit 2-4 für die Buxtehude-Girls. Genau. Aus Trainersicht mal gefragt, war da, die Auszeit war zur richtigen Zeit von Adrian, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, am Anfang ist es für die Mädels schwer, mit so einem 7-Tore-Plus da reinzugehen. Man hat, finde ich, beiden Mannschaften angemerkt, wer in welcher Ausgangslage ist. Und die Entschlossenheit auf Blomberger Seite war am Anfang deutlich größer. Und Buxtehude musste sich so ein bisschen in das Spiel reinkämpfen. Aber was mir gut gefallen hat bei unseren Mädels, ist, dass sie ihren Plan weiterverfolgt haben, sehr konsequent. Auch Adrian sehr ruhig geblieben ist und das kennen wir aber auch schon aus Drittligaspielen. Das machen die Mädels wirklich gut und ich hoffe, sie bleiben bei sich und ziehen ihr Spiel konsequent durch. Und was vielleicht in der zweiten Viertelstunde auch mehr zum Tragen gekommen ist, ist das Tempospiel. Das hat Blomberg auch, finde ich, in der ersten Viertelstunde konsequent fast zu 100% unterbunden. Und ja, wenn das Blomberg nochmal gelingt, so eine Phase, dann kann es auch nochmal eng werden. Also du hast gerade angesprochen, Adrian hat die Ruhe ganz gut rübergebracht und ja. Mit der Ruhe kam dann auch ein bisschen Sicherheit, haben wir so manifestiert. Ja. Die Kreisanspiele bei Blomberg wurden ein bisschen eingegrenzt. Ich sag mal so, in den ersten 10 Minuten ist ja fast alles über Lena Pauser gegangen. Ob es so eine Sperren war oder die 7 Meter, die sie rausgeholt hat und dann noch verwandelt hat selber. Also wie du schon sagst, die Ruhe hat Adrian definitiv auf die Mannschaft rübergebracht und damit kam auch so ein bisschen die Ballsicherheit. So, jetzt habe ich mit Charlie ein bisschen aus dem Nähkästchen schon geplaudert und sie zittert ein bisschen da hinten, was du jetzt erzählst. Nein, wir haben ein bisschen über die Integration bei Buxtehude SV gesprochen von der A-Jugend in den Profibereich und sie hat erzählt, dass ihr regelmäßig Besuch habt von der A-Jugend, dass ihr euch auch gegenseitig ist schwierig, aushilft, aber dass die A-Jugend regelmäßig bei euch mit ist. Mhm. Wie viel Wert legt denn der Buxtehude SV auf die Integration der A-Jugendlichen? Ja, sehr hohen Wert. Also wir stehen ja dafür, dass wir schon seit Jahren sehr viele Spielerinnen selbst in die zweite und erste Liga bringen und wir wissen, dass es eigentlich nur darüber geht, dass die Mädels auf der Platte auch mal in der Bundesliga ihre Erfahrungen sammeln können, wenn das möglich ist und auch im Training einfach schon das nächste Level einfach mal sehen und erkennen können. Ja, was kann ich schon, wo kann ich da schon mithalten mit den Bundesliga-Profis und ja, wo fehlen mir aber auch noch Dinge, an denen ich arbeiten muss. Also das ist eine enge Verzahnung. Und Adrian ist ja auch mein Co-Trainer in der Bundesliga und ich glaube, wir sind da beide, gehen wir den gleichen Weg in Anführung, also ungefähr den gleichen Weg, was die Philosophie angeht und wir arbeiten gut zusammen und davon profitiert auch die A-Jugend. So habe ich das auch wahrgenommen, wenn ich bei euch so Gast war. Gut, ihr steht jetzt auf Platz 7 in der Bundesliga, ich habe eben schon ein bisschen geschnackt über die Saison. Am Anfang war der nicht ganz zufrieden, mittlerweile ist man so einigermaßen im Soll, auch wenn man eher nach oben schielen möchte. Glückwunsch übrigens noch zum Sieg gestern gegen den Pokalsieger. Ja, vielen Dank, ja. Was wir eben noch angesprochen hatten, die Mannschaften, die jetzt noch drin sind dieses Jahr, die mit ins Final Four einziehen könnten, das sind so Mannschaften wie der Handewitter SV, Frankfurt, Leipzig als eigentlich der Favorit, aber auch Berlin, Dortmund und der Geheimfavorit Kornwestheim. Hast du dich da ein bisschen reingeguckt mal in die A-Jugend-Bundesliga? Was sind da so Wunschkandidaten im Final Four? Ehrlich gesagt, ich habe mich da nicht reingeguckt. Ich habe da einen ungefähren Überblick, aber ich habe mich nicht so damit beschäftigt, wie das mit Sicherheit Adrian tut. Ich glaube, dass Leipzig wirklich der große Favorit ist. Und ich bin immer persönlich der Meinung, dass für die Mädels eigentlich schon mal erstmal wichtig ist, so ein Final Four zu erreichen. Das heute und letzte Woche sind schon richtige Druckspiele, wo man sich entwickeln kann als junge Spielerin. Und so ein Final Four zu erreichen, ist eigentlich schon ein richtiges Geschenk, weil man dann nochmal 2 Spiele hat auf höchstem Level, die unter Druck sind, wo man natürlich alles erreichen will, Medaillen gewinnen will, am besten die goldene. Aber ich glaube, es gibt da keine, es ist eh schon festgelegt, also wird ja nicht, soweit ich weiß, nicht ausgelost. Bin ich mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Früher stand das schon fest.
Und ja, das ist egal, auf wen wir da treffen. Ich glaube, die Mannschaft muss dann, wird dann nochmal genießen dürfen und zeigen können, was sie diese Saison erarbeitet hat. Und was dann dabei rauskommt, wird man sehen. Wenn sie es schaffen, das muss man immer noch mit gleich. Ja, natürlich, es sind noch 30 Minuten zu spielen. Es ist immer noch ein spannendes Spiel. Genau. Aber wo Adrian und der Co-Trainer von Blomberg Timon sich einig waren, eigentlich ist diese Paarung hier, das Hinrückspiel, eher eine Halbfinalpartie gewesen. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht ganz beurteilen, es wäre vermessen, das einzuschätzen. Ich weiß, wie gesagt, nur, dass Leipzig sehr stark ist. Die anderen Mannschaften sind mit Sicherheit auch schlagbar für uns oder auch für Blomberg, je nachdem, wer dann das Final Four erreicht. Ich glaube, da haben wir gerade an vorbei geredet. Die beiden waren sich einig, dass das Spiel heute eigentlich was für das Halbfinale gewesen wäre. Ja, das mag sein, ja. Also das, wie gesagt, Blomberg ist ja Titelverteidiger, soweit ich weiß, hat aber auch mit Nike Kühne unter anderem und Leni Ruwe natürlich auch extrem starke Spielerinnen, die auch schon in der Bundesliga wirklich Akzente setzen, verloren, altersgemäß. Von daher gesehen, das kann gut sein, dass das heute auch ein Halbfinale hätte sein können. Kommen wir mal zurück zum heutigen Spiel. An welche Stellschraube muss Adrian jetzt vielleicht in der zweiten Halbzeit noch drehen, damit es tatsächlich ins Final Four geht, damit es ein Heimsieg wird heute, damit die Mädels von Buxtehude ins Final Four einziehen können? Ich glaube, dass das schon in erster Linie erstmal über die Deckung auch geht, was du schon angesprochen hast, die Kooperation, Rückraum, Kreis, aber auch die Distanzwurfgefahr von halb links ein bisschen im Griff zu behalten und schon auch die Balance zu halten zwischen maximalem Tempospiel, was schon unsere Philosophie ist, und Reduzierung der Fehlerquote. Weil im Umschaltspiel hatten wir schon, wenn man das auswertet, wahrscheinlich in der ersten Halbzeit keine so gute Quote. Wir haben viele Bälle weggeworfen und sich vielleicht auch ein bisschen auf die Linie der Schiedsrichter einzustellen, die sehr konsequent Schrittfehler abpfeifen. Die Linie stimmt, da muss man den beiden absoluten Kompliment machen. Da denke ich, müssen sich die Spielerinnen auch ein bisschen anpassen. Aber das sind so die Dinge, glaube ich, die wichtig sind, dass wir die Fehlerquote reduzieren im Umschaltspiel und die Balance finden, auch mal angesichts der Lage, in der wir uns dann befinden, was das Ergebnis angeht, dann vielleicht auch ab und zu mal einmal mehr das Tempo rauszunehmen. Das hört sich nach dem Plan an. Ja. Ich wünsche dir erstmal mit deiner Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg in der weiteren Saison. Vielen Dank. Ich drücke euch natürlich auch für Buxtehude weiterhin die Daumen, dass es ein schönes Spiel bleibt heute. Jawohl. Und dass vielleicht sogar es uns Final Four geht für euch. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Schöne zweite Halbzeit. Jo, danke, ebenso. Und ich gehe wieder zurück zu Charlie. Jawohl. Und dann wird es weitergehen. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder, Charlie. Er hat nichts Böses gesagt über dich. Schön. Eigentlich haben wir gar nicht über dich gesprochen. Okay, noch besser. Nein, wir haben tatsächlich über das Spiel gesprochen und er hat nochmal das bestätigt, eigentlich, was wir schon gesagt haben. Nach der Auszeit, man hat gesehen, Adrian hat Ruhe in die Mannschaft gebracht. Dadurch kam mehr Sicherheit. Wenn man jetzt noch ein bisschen an der Chancenauswertung arbeitet, sagte Dirk, dann kann man auch hoffen, dass es hier ins Halbfinale geht. Ja, da wollte er sich nicht hinreißen lassen zu einem Wunschfinale vor. Mir das so nennen. Da wollte er sich nicht hinreißen lassen. Aber auch er war sich einig, dass Leipzig natürlich der große Favorit ist in der Konstellation. Und alle, ansonsten sind, glaube ich, alle anderen, hat er auch gesagt, schlagbar untereinander. Boah. Gut gehalten. Ich wollte sagen. Da war wieder das Kreisanspiel. Ja, und der erste Fehlwurf von Lena Pauser. Also auch die Torhüter hatte Adrian vom Spiel angesprochen. Damit war nicht ganz einverstanden im Hinspiel. Mit 10%. Dirk hat nochmal angedeutet, dass es vielleicht nochmal ganz wichtig ist, dass man sich ein bisschen auf die Linie der Schiedsrichter einstellt. Ja. Also hat sehr viel laufen lassen und konsequent die vierten Schritt wegpfeifen, was sie sehr gut machen.
hat. Ich glaube, auch die Trainer von Blomberg haben in der Halbzeit ein paar Worte gefunden. Ja, die Abwehr steht wieder. Schöner Wackler. Ja. Manu. Ein Doppelwackler. Nichts. Ja, da könnte man schon auch was geben. Das war eine sehr lange Leine. Also in der Pause fragt er nochmal nach beim Schiedsrichter. Halb das Trikot ausgezogen. Im Kreis liegen, die Abwehrspieler auf sich draufhalten. Den noch wegbekommen hat. Aber Blomberg ist momentan auch konsequent immer zu zweit an Stelle. Boah, da ist der Ball weg. Blomberg muss es aber auch mal ein bisschen liefern, ne? Muss man mal sagen. Im Moment werden sie gerade Minke zur Weltmeisterin. Ja. Oh, schön gesehen und gut gemacht. Ich muss sagen, im Gegenzug dann. War das Anna Franz? Genau. Jetzt muss er natürlich auch seitens von Blomberg die Mentalität hochhalten. So, du liegst jetzt mit 4 Toren hinten, hast das Hinspiel mit 7 verloren. Und mit, ja. Solchen, mit solchen Würfen. Oh. Der war zu kurz. Je nachdem, oder zu lang für dich. Oder zu lang. Also jetzt gilt es, die Mentalität hochzuhalten. Und das ist auch nicht so einfach mal gesagt, jetzt wieder zurückzukommen, wenn du jetzt mit 4 Toren hinten liegst, also insgesamt mit 11 Toren hinten bist. Ja. Da werden jetzt aber auch sehr schnell die Abschlüsse gesucht. Ich sehe gerade irgendwie so den Zusammenhang zur ersten Halbzeit von Buxte am Anfang. Ja. Das sind diese Verzweiflungswürfe. Da hat er die Schritte mal nicht gepfiffen. Aber auch gut gehalten. So, jetzt eine gegen 4. Auch da wieder mit Kopf durch die Wand. Da wäre vielleicht besser gewesen, das Tempo kurz rauszunehmen und warten, bis die Mitspielerin mitkommt. Ich bin gerade am Überlegen, ernsthaft, seitens Blomberg, er hat noch 2 grüne Karten legen. Also wenn man hier ins Final Four einziehen möchte, wann will ich... Jetzt liegt mit 4 hinten. Ja. 5 Minuten an der Halbzeit, es funktioniert nicht das, was ich wollte. Nee. Meine Mannschaft rennt mit dem Kopf durch die Wand. Muss man irgendwas ändern. Beide besprechen sich auch schon im Hintergrund. Das war eine konsequente Abwehr. Ja. Aber auch von vorne alles. Muss sagen, hart, aber fair. Ja. Kam natürlich unerwartet für Anna, aber war von vorne, war hart, aber ja, gut gemacht. Beim Football soll man von der Blindside sprechen. Ja. Auch beim Handball. Gesehen, was da war. Ich wusste jetzt auch nicht, was abgepfiffen wurde. Also Schritte waren es nicht, war der zweite. Falsche Sperre oder so. Ein Pass zu viel wird uns gerade geholfen im Chat. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Likes übrigens auch und für die Follows, die ihr bei uns jetzt da lasst im Stream. Wie eben schon angedeutet, wir Sprung auf TV sind natürlich darauf angewiesen, dass ihr eure Likes da lasst, dass wir möglichst viele haben, damit wir uns auch gegenüber Sponsoren bewerben können. Wir machen das ja für euch hier und verdienen kein großes Geld damit. Das ist auch so eine kleine Schlagerhöhle hier bei euch, ne? Ja. DJ Ötzi hoch im Chor. Gut, dann haben wir wieder den Zusammenhang, aber ich glaube, Ötzi war Österreicher, ne? Ja. Dann will ich ja nichts Falsches sagen hier. Schweiz ist eher bekannt für gute Handballer. Während Österreich mit Gabayier und Ötzi Musik ja. ist. Wo ja gut oder schlechter auch diskutiert werden kann. So, aber wir sind ja Gott sei Dank beim Handball hier und nicht auf dem Schlagerfestival. Ja, sonst wäre ich glaube ich nicht da. Wahrscheinlich wäre ich dann auch noch auf dem Sofa zu Hause. So, aber Domek eben gerade schon wieder mit dem Fehlwurf vorne im Angriff. 37 Minuten, noch 23 Minuten Zeit, 11 Tore zu drehen. Boah. Das war eine schöne Einzelaktion. Jetzt kommt hier auch wieder das Tempo. Anna Franz. Schönes Kreisanspiel. Oh. Da war Lena Pauser mal wieder frei am Kreis. Vielleicht habt ihr es gesehen zu Hause. Schön selber mit dem Morse freigesperrt. Kennst du noch den Kreisspieler aus den 2000ern von den Spaniern, den Urios am Kreis? Der war bekannt dafür, mit seinen 100 irgendwas Kilo. Jedes Mal, wenn er den Ball gefangen hat, sein Allerwertesten rausgehauen. Hat sich damit einen halben Meter Platz gemacht. Und hat sich damit allem, was er hat, wie eine Bahnschranke in den Kreis fallen lassen. Ja, wenn man keine falsche Sperre dafür bekommt, ist gut. Ich habe noch nicht gelesen, dass es verboten ist, den Hintern rauszuhauen. Ist aber auch eine Position für sich. Also ich habe den höchsten Respekt vor Kreisläufer und Kreisläuferinnen. Ja. Meine Position war es nie. Ah, nee, meine auch nicht. Schönes 1 gegen 1. Von den Boxer Girls. Der liebe Trau, das dritte Mal, wenn ich hier die mitgezählt habe. Und da ist das Timeout. Ja. Es sind aber mittlerweile auch 5. Ja, da muss jetzt was passieren, wenn die das noch schaffen wollen. Einiges. Wahrscheinlich muss man jetzt auch ein bisschen was riskieren. Adrian hat es ja schon angedeutet, er ist auf alles vorbereitet, was hier passieren könnte. Weiß jetzt nicht, ob das in der A-Jugend-Bundesliga schon gemacht wird bei den Mädels, bei den Jungs schon, aber 7 gegen 6, macht man sowas schon? Ich glaube, Adrian hat sich darauf vorbereitet, ob es dann wirklich kommt. Wird ja immer noch darüber diskutiert, ob das schön ist oder nicht. Ja. Er ist auf jeden Fall taktisch. Ja. Aber natürlich dann noch eine große Gefahr bei den Unsicherheiten, die da jetzt zeitweise waren in der zweiten Halbzeit, dass das leere Tor dann da ist. Ja. Man kann auch untergehen damit. Und ich finde damit. Auch, bei 7 gegen 6 ist halt immer mehr Standhandball dann auch. Viel ja. mit Stehen und Gucken, und aber halt viel weniger Bewegung. Absolut, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Vielen Dank an Tea Time for T-Wax. Wir wurden gerade gelobt. Sehr, sehr gerne. War das eure Dauerkarte gerade? Haben Sie das gehört? Nee, die machen eine Fanreise zu unserem Auswärtsspiel nach Neckarsulm, glaube ich sogar. Mit einer Übernachtung, und da macht er gerade ein bisschen Werbung. Weil es halt doch schon eine sehr, sehr weite Fahrt ist. Ja. Aber die Fans lassen sich da immer was einfallen. Kann man ja mal einen Sonderzug spendieren, oder? Oh. Der hat gepasst. Das war ein schönes Tor. Nele Sier, erster Treffer. Der hat mal haargenau gepasst. Zwischen Kopf und Latte und Pfosten ja. irgendwo da. Minke kann auch noch nicht so verstehen, wo der durchgegangen ist. Die Zeichen, die sie gerade zur ja. Bank gemacht hat. Ja, wie gesagt, da passt aber auch kein Blatt Papier mehr zwischen. Nee. 15 Meter tiefer und es wären 2 Minuten für die Außen gewesen. 15 Meter höher, der wäre draußen gewesen. So, aber voller Fokus auch bei Minke jetzt wieder. Aber kurz Kopfschütteln, zur Bank gucken. Ja.
7 Meter Blomberg. 7 Meter. Beschwert sich Lilly, dass sie da einen 7 Meter gibt. Muss sie aber enttäuschen, wenn man die Lücke zuschiebt, dann ist es egal, ob man steht oder ob man springt oder geht. Möchte mich aber vielleicht nicht daraus reden, dass ich nicht genauso gemeckert hätte. Zu aktiven Zeiten auf halb. So, in der Pause. Da war er wieder. Da ist er wieder. So, jetzt kommt das angesprochene Neue. Eher in der Abwehr. Ist das ein 4-2-1 oder was wäre das? Oder ist das ein 5-1? Oh, gut gespielt. Jetzt kommen die Außen ins Spiel. Ja. Erster Treffer, glaube ich. Leni Stolle. Das macht nachher ja auch eine Mannschaftsleistung aus, dass man sich darauf einstellt, was da gerade passiert. Taktisch umstellt. Und, ja. Das war von AIDA mit Sicherheit das Spiel bisher. Und jetzt kommen die Außen. Der war zu genau. Ja. Aber wieder Außenwurf. Also geht jetzt schon mehr über die Außen als in der ersten Halbzeit. Gut, aber auf beiden Seiten ist die Mitte zu, ne? Ja, ja. So, bei Blomberg jetzt mit dem... Ich weiß noch nicht, was das sein soll, ob es ein sehr offensives 5-1 ist. Ja. Oder 4-2-1 irgendwie abgewandelt sein soll. Aber lassen sie auch sehr schnell wieder zurückdrängen. Also... Ja. Und die Außen sind völlig blank. Ja. Lilly frei, zweiter Treffer. Oh, der Ball ging ins Nichts. Aber auch mit sehr viel Auge, lange Torhüterin ausgeguckt. Ist aber auch ihre Lieblingsecke, so wie ich sie kenne. Gut, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Für den Außen ist die lange Ecke nicht immer die Lieblingsecke. Ja, aber wenn ich sie beobachte in den Trainings, dann ist lang tief schon sehr, sehr weit vorne. Kleiner Winkel. Doppelparade. Übrigens hatten wir gar nicht erwähnt, weil Blomberg-Lippe jetzt im Torwartwechsel Zoe Krüger. Gleich doppelt aufmerksam. Allerdings auch ein mutiger Winkel gewesen. Ja, ja. Kann man mal machen. Melina Störenburg. Da ist er wieder, der Strahl. Ja, 10 Meter hochspringen und dann ist er drin. 10 Meter hochspringen finde ich auch gut. Also lassen wir uns auf eine abgewandelte 5-1 einigen. Ja. Aber weil irgendwie eine spezielle Spielerin hat Rosanna da nicht ausgeguckt, das ist eher so Nerven in der Mitte. Und die Halbspielerin ist jeweils zum Ball, offensiv oder defensiv. Erinnere mich so ein bisschen an diesen Abwehrhandball der Spanier oder der Franzosen in der Nationalmannschaft. Ja, die halben stimmt. So wirklich ordentlich schnibbeln. Natürlich aber auch immer freilos für alle Kreisspieler und alle Außen. Ja, ist halt mehr Platz da. Oh. Guter Kontakt, den Meja ihr da gibt. Und diesmal kein Pfiff. Ja. Aber direkt 9 Meter am Arm dran gewesen. Gut gemacht. So, jetzt kommen hier nicht nur noch eine Spielerin nach vorne, sondern gleich mehrere. Ja, ich meine, wir haben schon jetzt noch 15 Minuten, hier. 15 Minuten zu spielen, ja. Und es sind immer noch 11 Tore. Es muss was passieren. Aber Manu Sperling, Buxtehude spielt das souverän. Ja. Ball sicher, ruhig. Jetzt geht es wirklich an die Mentalität bei Blomberg. Aber du weißt, du bist jetzt mit 12 Toren quasi hinten. Ja.
Das sorgt aber nicht dafür, dass die Fans aufhören. Aber mit Kopf durch die Wand wird das immer noch nichts werden. Nee. Schließen das auch immer gut zu zweit. Oh. Wobei Ruslana ganz gut gefällt jetzt in der zweiten Halbzeit. Die macht ganz, ganz viele 1 gegen 1 Aktionen. Jetzt mit dem Treffer. 22 zu 17. So, also ihr könnt euch übrigens schon mal Gedanken machen. Wir kommen gleich zur Abstimmung der Spielerin des Spiels. Wer denn auf der jeweiligen Seite eure Spielerin des Spiels ist, ihr könnt das einfach mal in den Chat schreiben. Und in der 50. Minute werden wir das Ganze dann abstimmen lassen. Aber wir können schon mal ein paar Ideen sammeln. Also schreibt in den Chat, wer ist eure Spielerin des Spiels. Während hier nochmal gewischt wird, ganz kurz. Zeit zum Durchatmen. Könnt ihr mal ganz kurz in den Chat schreiben. Spielerin des Spiels, wer ist es bei Blomberg, wer ist es bei Buxtehude? Und das Team-Timeout. Und das ist das Team-Timeout von Adrian. Ist, glaube ich, auch mal ganz gut bei so vielen verschiedenen Abwehrvariationen, die Blomberg in den letzten 5 Minuten geboten hat. Ja. Jetzt mal kurz die Mädels zusammenzuholen und sagen, ey Mädels, ihr seid hier 11 Tore vorne gerade. Entspannt euch, beruht euch auf das, was ihr könnt und strahlt ein bisschen Ruhe aus. Ja. Ich glaube, wir hatten gestern, es waren dann nur 5 Minuten am Ende, wo wir Manndeckung bekommen haben, aber auch da ist halt wichtig, wenn man prellt, immer mit Zug aufs Tor, weil wenn man seitlich prellt, bringt das nichts und halt natürlich, wie gesagt, die Ruhe behalten, sich da nicht verunsichern lassen und ich denke mal, dass das ähnlich aus dem Mund von Adrian jetzt gekommen ist. Also es wird auch gelächelt auf der Bank. Ja. Also ich glaube, dürfen sie auch. Ich glaube, Buxte, so langsam kommt das Lächeln und nachher ist dann das Halbfinallächeln da zum Spielende. So, während bei Blomberg natürlich die Zeit genutzt wird, um nochmal, um es mal nett auszudrücken, den Mädels in den Arsch zu treten, zu sagen, jetzt geht es hier um alles. Ja. Jetzt ist Crunch-Time, jetzt gibt es hier auch keine Ausreden mehr. Nochmal darauf hinweisen, unnötige 2-Minuten-Strafe. Oh, der war zu... Den Maulwurf abgeworfen. Ja. Nochmal kurz darauf hinweisen, keine dummen 2 Minuten jetzt seitens Blomberg. So, und wenn das Momentum bei dir ist, dann gelingt dir auch so eine Abwehraktion. Dann fängt man nochmal jemanden an, den man schon verloren hat. Ja. Schöner Treffer, wollte ich sagen. Nelisier, 2. Treffer. Steht die ganze Zeit übrigens völlig blank hier unten. Also ich meine, die steht direkt neben uns, aber ja. Die steht hier jedes Mal völlig blank. Da kommt, ist noch nicht einmal ein Parallelpass rübergekommen, ja. Irgendwie. Jetzt eine komplett offene Deckung, jetzt wird es hier richtig Harakiri. Ja. Aber es hat funktioniert. Ruslana wieder, gute 1-1 Aktion. Ich glaube, man kann... Ja, du, momentan funktioniert die Abwehr bei denen. Aber auch Mikkel funktioniert. Ja. Mit dem Pokerface. Das sind jetzt halt einfach zu ungenaue Pässe auch im Angriff. Ist halt einfach die Frage, es sind jetzt noch 13 Minuten zu spielen, wann schmeißt sich die grüne Karte hin? Ja. Ich meine, es sind immer noch 9 Tore. Trotzdem möchte man natürlich vor heimischer Kulisse höchstwahrscheinlich das letzte Heimspiel des Jahres. Anschlusstreffer. Caroline Jaron. 1. Treffer für Blomberg. Vermutlich letztes Heimspiel für Buxtehude. Möchte man natürlich auch mit dem Sieg ins Halbfinale gehen. Scheiß Winkel, muss man auf Deutsch sagen. Aber gut gelöst. Gut verwandelt. Lucy Saul. So, ihr seid fleißig am
Noch gar nicht fleißig gerade. Also, schreibt gerne mal in die Kommentare, Spielerin des Spiels. Wer ist das für euch? Wir möchten gerne gleich abstimmen, wer für euch die Spielerin des Spiels ist, die dann nochmal zum Interview nach dem Spielende kommt. Ihr habt da schon ein, zwei Ideen, aber da sollt ihr natürlich mit abstimmen. Gut geworfen. Ich wollte sagen, Ruslana weiß, was sie zeigt in der zweiten Halbzeit, was sie alles kann. Das ist der Ausgleich. Ja, aber irgendwie bei Buchse vorne zu ungenaue Pässe. Und laufen nicht mehr richtig zurück. Das war jetzt zu einfach. Ich habe es gerade angedeutet. Adrian hat die Nase voll. Ja. Man sieht es auch an seinen Handbewegungen. Da fehlt irgendwie dieses typische Mikrofon. Also, warte mal ganz kurz, ich gehe mal kurz rüber. Ja. Ich knie mich dazwischen. So, es sind jetzt noch 10 Minuten 30 zu spielen. 10 Minuten 30 für 7 Tore. Ist möglich. Mit der Abwehr, ja. Mit der Abwehr und der Konsequenz vorne im Angriff ist es möglich. Das heißt, jetzt in den letzten 3 Minuten gezeigt haben. Das heißt auch die letzte Konsequenz von Adrian an Möglichkeiten. Ja. Und so dreht sich das Moment. Jetzt tritt gerade Adrian mal sein Mädels in den Hintern und sagt, jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen hier. Das ist das, was ich angesprochen habe gerade. Man prellt auf der Stelle, aber bewirkt nichts. Man muss da immer mit Bezug aufs Tor, wenn man prellt. Das habe ich jetzt geschiffen, Schritte. Ja. Thomas Schwein gab technischer Fehler bei Blomberg. Selten geworden. Vor allem muss man sich auch mal ohne Ball bewegen. Ja. Ich meine, das machen wir ja alle im Training. Oh, schön rausgeprellt. Oh. Das machen wir gefühlt jede Woche beim Training. Ja. Eins gegen eins im Kreis, ohne laufen zu dürfen. So, das war jetzt mal schön gemacht. Der ist auch drin. Gut. Finja Fischer, dritter Treffer. Oh, gute Einzelaktion. Auch schön geworfen dann noch unter Bedrängnis trotzdem. Julia Hertha. Aber die brauchen auch schnelle Tore jetzt. Vor allem ist das jetzt ein richtiger Kraftakt für Blomberg. Ne? Konzentrations- und Kraftakt. Aber es sind immer noch 7 Tore. Und mittlerweile noch 9 Minuten. Oh. Solange solche Pässe ankommen, von der Ida, mit der sie das natürlich nicht nehmen lässt. Ja. Ich glaube, sie können es wieder zur 10 schaffen heute. Jetzt sind es Stand jetzt 9. So, Spielerin des Spiels haben wir übrigens uns kurz mit der Jury unterhalten und selber abgestimmt. Zur Auswahl wird gleich eingeblendet für euch zur Abstimmung, wer denn zum Interview nach dem Spiel noch kommt zu mir. Für Buxtehude, die Nummer 6, Aida Mittag, jetzt mittlerweile mit 9 Treffern. Und für Blomberg-Lippe wäre es Lena Pauser, ebenfalls 9 Tore, unfassbar wichtig vorne und hinten. Also ihr dürft jetzt gerne abstimmen mit der 1 für Aida, mit der 2 für Merle. Wer soll nach dem Spielende noch zu mir kommen zum Interview? Ja, und da hat sie auch direkt wieder einen Ball abgefangen. Mhm. Eine Pause. Schöner Pass. Aber schön gehalten, Minke. Minke ist im Spiel. Hat sie gehört, dass wir Ida nominiert haben? Ja.
wieder Ruslana. Also, ich glaube, sie ist wirklich der Ausdruck von Willen in der zweiten Halbzeit. Ja. Die ist in der Grün und Blau und, und wirklich völlig im Eimer. Ja, die braucht erstmal einen Tag. Und eine Eistonne. Und 3 Tage Pause. Und Physio kann vielleicht auch noch ein bisschen was daran arbeiten. Pro Bein einer. Ja. So, Lena Pauser. Oh, geh doch durch. Und Minke ist wieder da. Minke ist im Spiel. Das erste Mal. War dann Kontakt beim Außen? Ich habe nichts gesehen von hier, aber es ist natürlich auch schwierig von hinten zu sehen. Auch der geht nicht rein. Noch sind wir 25-25, es sind knapp 6 Minuten zu spielen. Schönes Anspiel. 10. Treffer, Lena Pauser. Ja. Steht immer noch zur Auswahl zur Spielerin des Spiels. Dürft ihr gerne noch abstimmen. Ein paar Minuten dürft ihr noch abstimmen. Die 1 für Ida, die 2 für Merle. Wer ist die Spielerin des Spiels? Und wer kommt danach nochmal zum Interview? Oh. An den Tresen. Schön gesehen. Aber ein bisschen zu viel Kraft dahinter gehabt bei dem Wurf. Das war so eine Mischung aus Heber, Pass und Wurf. Ja. Auf jeden Fall ohne Anspielstation und ohne das Tor. Auf der anderen Seite steht allerdings auch eine Torhüterin, die in der zweiten Halbzeit echt gut gehalten hat zwischen euch, Zoe Krüger. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Adrian sich gleich nicht über die Torhüterleistung beschweren wird heute. Nein. Ich meine, Minke war nicht mit beim Hinspiel, hattest du erzählt? Genau. Das Abwehr im Kreis. Hat er gut gesehen. Also eine 2 mit Sternchen kriegen die beiden Schiris auf jeden Fall heute. Haben sie echt gut gemacht oder machen sie gut? Also erstmal als Handballliebhaber liebt man es, wenn das Spiel laufen gelassen wird, wenn viel Vorteil läuft. Die haben die Schritte konsequent als Linie durchgepfiffen. Ja. Die 7-Meter-Entscheidungen sind nachvollziehbar. Lena Pauser, 11. Treffer, Fragezeichen. Ja. Ja. Mit Glück als Leger, aber... Sag ich schon, Lena, die heißt Merle Pauser. Viel zu häufig gesagt den Namen heute schon. So, Ruslana. So, ihr habt noch 2 Minuten Zeit abzustimmen, Spielerin des Spiels. Die 1 für Ida Mittag von Buxtehude, 2 für Merle Pauser von Blomberg Mitte. Oh. Sehr passives Spiel. Ja. An 6 Metern stehen alleine und den Ball zurückspielen. Gut, aber Buxtehude hat auch Zeit und die Schiedsrichter lassen es durchgehen. Frau Blomberg im Gehen. Und damit die Führung. Weiter ausgebaut. Nummer 13, Elisir. Wird das hier nochmal eine Zitterpartie? Ja, also viele Bälle dürfen Buchse jetzt nicht mehr wegwerfen. Ich bin noch ein bisschen überfordert. Gibt es irgendwie eine Auswärtstorregel oder sowas? Oh. Jetzt ist erstmal gelb. Jetzt ist erstmal gelb für die Bank. Ja. Black Pearls Players. Beide werden nach dem Spiel nicht mehr hinbekommen, dass wir beide Spielerinnen dazu holen. Aber es werden beide Trainer nochmal zu Wort kommen, garantiert. Das kann ich schon mal versprechen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es hätten definitiv beide verdient gehabt. Also es wird zum Krimi hier. Es stand jetzt noch 4 Tore. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie das im Regelwerk ist mit den Auswärtstoren. Ob es das noch gibt oder nicht.
Im Zweifel werden wir 16 Minuten sehen, wer jubelt. Ja. Oder sie wissen es selber auch nicht. Genau, dann hoffe ich, dass die Schiedsrichter das wissen. Oder der technische Delegierte vom Deutschen Handballbund, der hier ist. Irgendjemand wird es schon wissen. Ja. Auch ein bisschen Glück muss ein Spiel sein, wenn man so viel leistet, Roslana. Ja. Und jetzt sind es noch drei. Ja. Wenn man solche Dinge aber auch liegen lässt. Lena Pauser. Und zwei Minuten schön die Vorteile laufen lassen, muss man mal sagen. Ja, das ist die rote Karte, dritte 2 Minuten Strafe gegen Merja. Ist aber in Ordnung. Ich finde auch den Vorteil haben sie unfassbar gut laufen lassen. Aber da war das Stoßen von der Seite in den Rücken. Lassen den Vorteil laufen, lassen das Tor zählen und geben dann die 2 Minuten. Ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Großes Lob an die beiden Nachwuchsschiris. Ich muss aber auch sagen, Merja, die eigentlich ihre Bänder im Fuß gerissen hatten, jetzt schon das zweite Spiel so durchspielt. Respekt. Absolut. Wurde auch vorhin den Check geschrieben, spielt verletzt. Schritte. Jetzt sprechen die beiden Schiris sich nochmal ab. Feldschiedsrichter Schritte, Torschiedsrichter Satz 7 Meter, wie das richtig gesehen? Ja. Aber das ist auch ein bisschen schwierig. Einer sagt 7 Meter, der andere Schritte. Aber wenn Schritte sind, ist es halt kein 7 Meter. Und auch das ist die moderne Art der Schiedsrichterei, sich nochmal wirklich einzugestehen, dass man was Verschiedenes gesehen hat und zu unterbrechen und sich zu besprechen. Schön gesehen. Aber Minke. Minke ist da. So, jetzt muss Buchse wieder mal ein Tor machen. Da war übrigens der Parallelpass, von dem ich schon vor 10 Minuten sprach. Ja, ist richtig. Letzten 2,5 Minuten passives Spiel. Roslana. Jetzt im Glück. Es wird zum Krimi. Ja. Jetzt ist noch einer. Schöner Treffer. Schön mit dem falschen Bein abgesprungen und trotzdem noch so viel Zeit gehabt zum Gucken. War das Malu? Ja, genau. Oh. Unfassbar wichtiges Tor, muss man mal sagen. Ja. Und auch ein unfassbar wichtiger Ballgewinn. Den jetzt am besten verwandeln, dann. So, jetzt letzte Chance abstimmen, Spielerin des Spiels. Eins für Ida Mittag, zwei für Melle Pauser. Wer soll nach dem Spiel als Spielerin des Spiels zu mir ins Interview kommen? Boah, das war jetzt auch sehr knapp. Einfach in den Chat schreiben, eins oder zwei. Jetzt gibt es einen 7 Meter. So, und wenn der drin ist, dann ist es für mich irgendwie auch die Vorentscheidung. Auch wenn die offensive Deckung wiederkommt. Gucken wir, ob Aida den wieder reinmacht. Ja. Macht sie. Sehr konsequent. Aida Mittag. 10. Treffer. Du hattest recht. Ja. Da sind sie, die 10. Und Outside, Blomberg. Wow. So, dann verlängern wir doch nochmal die Abstimmung. Meine Güte. Meine Güte. Dass es nochmal so spannend wird, hätte ich vor 15 Minuten nicht gedacht. Ich auch nicht, aber ich finde es unfassbar spannend, dass beide Trainer vorm Spiel gesagt haben, es wird ein Mentalitätsspiel. Ja, genau das ist es jetzt geworden. Richtig. Und es ist eine der ganz wenigen Spiele, wo eine so offene Deckung wirklich mal so gut funktioniert. Ja.
Am Anfang dachte oder sah es so aus, wie wenn sie nicht funktionieren würde, aber die haben das dann reinbekommen und das echt gut gemacht. So, die Zuschauer stehen. Wenn ich was sehen würde, wenn ich stehen würde, würde ich mich auch entstellen. Wieder auf Außen. Und die ist sehr, sehr, sehr sicher jetzt. Ja. Wieder Neles hier. Fünfter Treffer, alle in der zweiten Halbzeit. So, letzte Spielminute. Das ist die Entscheidung. Schön reingemacht. Lässig reingelegt. Nele Arndt, erster Treffer. Treffer für Blomberg. Fabian Rieks, erster Treffer. So, letzten 20 Sekunden. Boah. Und nochmal jeder Mittag. Gut freigelaufen da. 12. Treffer oder 11. Ich habe gar nicht mehr damit gezählt. Ja, jetzt. Und auch Nelisier darf nochmal. So, das war's. Und damit lautet der Endstand 29 zu 34. Am Ende gut runtergespielt. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Lucy, die da im Kreis, glaubt, gerade umgeknickt ist mit dem Fuß und weinend auf die Bank geht. Das ist natürlich nicht so ideal. Gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmeres ist. Ja, an dieser Stelle muss man auf jeden Fall schon mal sagen, Riesenlob an beide Mannschaften für die Mentalität. Muss man so sagen. Auch was Blomberg hier an Mentalität hingelegt hat. Ja. Erstmal hier die weite Strecke, muss man ja sagen, anzureisen, mit 7 hinten zu liegen. Ja. Und dann so eine Mentalität an den Tag zu legen, das Spiel mehrfach zu drehen. Ja, und auch so eine Aufholjagd dann noch gemacht haben da. Und letztendlich vielleicht ein bisschen Glück, aber auch die Mentalität, die dann beim Buxtehude einen Zentimeter mehr war. Wir sollen an die Theke. Also an unsere Theke. So, wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen rüber. So, da sind wir wieder. Hätte uns wird gefeiert, beide Mannschaften haben es verdient. Die Blomberg-Mädels natürlich sichtlich enttäuscht. Die Saison ist vorbei, muss man mal so sagen. Bin ich gespannt, was die Trainer von Blomberg noch zu berichten haben, aber die Saison ist in dem Sinne vorbei. Bei Buxtehude geht es nochmal weiter. Ja, ist natürlich schön für die. Haben sich es auch verdient, also klar, war ein bisschen auf und ab im Spiel, aber am Ende haben die sie über die Bühne gebracht und... Mentalitätsmonster. Genau. So, jetzt haben wir, bevor ich gleich mit Adrian spreche, der hat sich vom Spiel ja vorgenommen, bessere Chancenauswertung und bessere Torhüterleistung. Ich würde sagen, Torhüterleistung definitiv. Also bei so vielen Treffern kann man von vorne auch nicht so richtig meckern. Ja. Und nach der Mentalitätsleistung weiß ich nicht, ob er überhaupt etwas meckern möchte. Erstmal. Das macht man dann eher am stillen Kämmerlein am Dienstag. Ja, ich würde sagen, also heute kann man das alles feiern und alles ist gut.
Heute Abend geht's in die Eistonne. Ich würde das natürlich danach dann analysieren, aber ich glaube, für heute ist es einfach. Geht wahrscheinlich gleich noch Partypizza und Eistonne. Ja. Dann wird ein Tag geschlafen und dann gibt es Dienstag ein lockeres Training. So, mein Blomberg ist leider ja dann jetzt nach Hause, was denn das Wort ist. Nach Hause und nach Hause und die Saison ist vorbei. Aber ich glaube, auch die Mädels haben heute gezeigt, dass sie Handball spielen können. Definitiv. Es war mit Sicherheit ein Spiel, was das Halbfinale verdient gehabt hätte. Jetzt war es das Viertelfinale, kann man sich nicht immer aussuchen. Aber was ist denn dein Wunschgegner in der Final Four? Boah, also. Wenn du auf die Liste guckst. Kenne mich da jetzt nicht so mega gut aus. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie direkt schon auf Leipzig treffen. Da wünschte man sich, dass es dann erst im Finale dann vielleicht wird. Gut, dann kommt Westheim. So, aber ich sehe, der Trainer von Blomberg-Lippe ist schon da. Du hast einen Augenblick Pause. Schön. Und ich begrüße Ruben hier. Ruben, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, hi. Halbzeitstand 15:13. Erstmal und Endstand 29:34 für euch. Erstmal ein riesen Lob für dieses Mentalitätsmonster, haben wir es genannt, was ihr heute Mentalität auf den Platz gebracht habt. Ja, danke. Am Ende habt ihr wirklich alles reingehauen. Ich glaube, Ruslana war wirklich das Ausrufezeichen dafür. Die geht wahrscheinlich erstmal 2 Tage in die Eistonne. Am Ende hat es leider nicht gereicht. Woran das gelegen ist, ist immer eine doofe Frage, aber ich muss sie an dieser Stelle stellen. Nein, alles gut. Danke erstmal für die Komplimente. Gelegen hat es mit Sicherheit daran, dass die Hypothek aus dem Hinspiel zu groß war. Weil das, was wir heute richtig gut gemacht haben, dann körperschwache Mentalität und um jeden Ball zu kämpfen und uns auch wieder nach dem Rückstand wieder reinzukämpfen in der letzten Viertelstunde, ist das, was uns im Hinspiel über 60 Minuten zu viel gefehlt hat. Dadurch ist halt diese 7-Tore-Hypothek entstanden. Das war einfach ein bisschen zu viel. Buxa hat auch wirklich unfassbare Qualität, weil sie lassen sich nicht verrückt machen davon, dass wir auch hier mit 4 Toren führen, Anfang der ersten Halbzeit, kommen dann wieder zurück, gehen in Führung, wir gehen dann mit dem Rückstand rein und ja, am Ende müssen wir irgendwie nochmal alles versuchen. Es hat sich auch bezahlt gemacht, weil das dann hier nochmal auf 5 Tore zu drehen, riesen Kompliment an alle Mädels, die auf der Platte standen, die das überragend gemacht hat. 2 Tage Eistonne haben sich verdient, wir schicken sie sogar jetzt erstmal in die Ferien, weil Schulferien in NRW sind, die kriegen jetzt erst mal 2 Wochen frei, um durchzuatmen. Und das ist halt in Summe in den 2 Spielen einfach verdient, aufgrund der richtig guten Leistung von Buchs im ersten Spiel. Und wir können uns ein bisschen selber in den Arsch beißen, dass wir es nicht geschafft haben, im Hinspiel schon diese Mentalität am Platz zu legen. Und, aber großes Kompliment. Ich glaube, es war Riesenwerbung für den Jugend- und für den Mädchenhandball. Es war mit Sicherheit auch ein Spiel auf einem Final Four Halbfinal Qualität. Ich glaube, das macht Spaß, solche Spiele zu sehen. Und ja, jetzt müssen wir das erstmal verdauen, ein bisschen verarbeiten. Aber das haben wir auch so festgehalten, Charlie und ich. Also Halbfinalniveau hatte dieses Spiel definitiv. Auch wenn dann natürlich noch andere Mannschaften jetzt warten im Halbfinale. Aber was ich schon mal mitteilen kann, ist Spielerin des Spiels. Ist eure Kreisläuferin geworden, ist Merle Pauser geworden. Die hat es sowas von verdient. Also wir haben, glaube ich, 11 Tore mitgezählt. Vorne geackert, hinten geackert wie eine große. Die Spielerin des Spiels geworden. Die kommt gleich nochmal zu mir. Ja. Wenn sie möchte. Ja, zur Not sage ich Ihnen nochmal Bescheid. Und wenn man bei der jetzt bedenkt, die hat die letzten 3 Tage auch mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt und war halt auch echt platt. Aber das ist halt auch eine von denen, die da Mentalität hat und da vorweg geht. Also wir haben Ruslana und Merle herausgestellt, also die wirklich mit dem Kopf vorangegangen sind und wirklich auch die Mentalitätsmonster durch und durchfahren irgendwie. Nochmal mehr als alle anderen, denn das Lob habt ihr definitiv verdient. Ja. Es war ein Halbfinale, vorgezogenes Halbfinale. Es ist für Buxtehude ausgegangen. Vielen Dank für deine lieben Worte und euch für die Sommerpause. Schöne Sonnenstrahlen, wollte ich gerade sagen. Ja, Sommerpause wäre schön, wenn. 2 Wochen, ne? Ja, 2 Wochen. Jetzt Osterpause. Danach haben wir noch 4 ganz wichtige Spiele in der 3. Liga. Ja. Unsere Staffel ist ja super eng, da müssen wir. Aber wenn wir das Richtige hier raus mitziehen, dann werden wir auch da nochmal richtig gute Ergebnisse abliefern. Ich wollte gerade sagen, wenn Blomberg-Lippe für was bekannt ist, dann für Handball. Ihr zieht eure Lehren draus und dann kommt ihr nächstes Jahr wieder. Und dann freuen wir uns, euch wieder hier bei Sprunghof TV zu haben. Ja, sehr gerne. Kommt gut nach Hause. Danke, danke euch. Ciao. So, das war Ruben, der Trainer von Blomberg-Lippe. Ich glaube, ich mit ganz, ganz lieben zusammenfassenden Worten. Adrian nähert sich schon im Hintergrund. Trainer von Buxtehude SV. Flotten Schrittes. Warten wir kurz auf den, was er zu melden hat, was er zu erzählen hat. Dein Mikrofon, Adrian. Moin, hi. Glückwunsch. Guck mal, ob das an ist. Leuchtet das? Das ist an, das ist super. Ja, danke. Glückwunsch! Ja, erstmal danke. Zusammenfassend.
Also, was für ein Spiel. Also, Ruben hat es gerade eben schon gesagt. Also, eigentlich war es wirklich das vorweggenommene Halbfinale. Ja, mir egal. Also, wir spielen 60 Minuten dort ganz gut. Wir spielen heute ganz gut. Kommt schwer rein. Die Mannschaft bleibt cool. Wir sind 4 hinten. Ganz entspannt. Wir glauben an unsere Stärke. Da muss ich Ihnen dann Kompliment machen bis zur 50. Aber was wir dann spielen, ist halt Harakiri. Also, so stelle ich mir Handball nicht vor. Ich war auch gerade richtig deutlich in der Kabine, weil. Ja, Final Four geschafft, schön und gut, aber die Art und Weise, wie wir da Handball spielen, ist unterirdisch. Und wir spielen mit Glück, dass wir da noch weiterkommen. Also Blomberg hätte es verdient gehabt, es zu drehen, glaube ich, für den Kampf, den sie da geleistet haben und wir einfach nur doof waren. Sorry, auf der Deutlichkeit, aber einfach nur doof. Wir prellen bei den Abwehrspielern vorne Füßen, wir laufen nicht ohne Ball, wir lüpfen den Ball frei vor der Hütte, als wären wir 10 vorne und hätten schon irgendwas erreicht. Wir spielen mit dem Feuer und das hasse ich. Ich bin jemand, der genau vorgeben will, wie Wahrscheinlichkeiten funktionieren und das macht uns erfolgreich, deswegen sind wir da, wo wir sind. Und in den letzten 10 Minuten unterirdisch. Aber ja, wir sind im Final Four. Ich kann mich nicht freuen. Vielleicht ist meine größte Schwäche als Trainer, wie hat der Mannschaft gerade gesagt. Dann ist es so. Ich habe mein Leben lang dahinter gearbeitet, dass ich mal ins Final Four komme. Dass es jetzt so ist vom Moment, hätte ich mir auch anders vorgestellt. Aber Ehrgeiz ist ja nicht unbedingt immer was Negatives. Ja, und ich bewerte Leistung und nicht Ergebnisse. Genau. Das ist mein Job. Also ich Ergebnishandball habe ich noch nie bewertet. Wenn wir hier heute, ich will Leistungen bewerten. Und das war heute nicht gut. Fertig. War nicht gut, gar nicht gut. 50 Minuten, sagtest du ja, aber war es gut. Ihr seid schwer ins Spiel gekommen. Blomberg ist in Führung gegangen, hat natürlich alles sofort in die Waagschale geschmissen. Dann kam ziemlich zügig von dir eine Auszeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du hast deine Mädels, zumindest für uns, sichtbar einfangen können und Ruhe vermitteln können. War das aus seiner Sicht auch so? Ja, ich wollte ihnen einfach eine Auszeit gönnen, dass wir da auch mal nochmal durchschnaufen. Und wir lagen oft hinten in der Saison, auch in der dritten Liga, bei guten, sehr guten Gegnern und jetzt auch. Und kein Problem, also wir haben genug Zeit. Wir haben einen klaren Plan, den verfolgen wir. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, ich erwarte, dass Blomberg offensiv deckt. Das haben wir auch alles besprochen, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen. Wir haben es auch trainiert. Da war ich vielleicht nicht gut genug als Trainer, sie da richtig drauf vorzubereiten, weil das Ergebnis, dafür bin ich verantwortlich, war nicht gut. So. Wir können von Glück sprechen, dass Blomberg nicht früher auf die Manndeckung gegangen ist. Also, was ich eigentlich erwartet habe. Sie haben uns ganz schön lange da unser Spiel spielen lassen. Und wir wissen jetzt auch, alle anderen in Deutschland haben das Spiel gesehen. Wer weiß, der Nächste fängt vielleicht mit der Manndeckung an. Und ja. Wäre mal was jetzt, Neues. Ja, und jetzt müssen wir einfach die Lehren draus ziehen. Bis jetzt haben wir noch gar nichts gewonnen. Ob ich im Viertelfinale rausgehe, im Achtelfinale oder im Halbfinale, ist das Gleiche. Ist für mich kein Unterschied. Wenn wir heute eine Goldmedaille gewonnen hätten, hätte ich gesagt, darauf geschissen, wir holen alles gut. Aber so. Also ich muss sagen, ja. Da brauchst du auch kein schönes Gewissen haben. Als selber Handballer, ich kann dich verstehen. Ja. Und wahrscheinlich wird morgen dann irgendwann das kleine Grinsen im Gesicht kommen, wenn man daran denkt, dass das Final Four kommt. Aber wie sieht es weitere Plan aus? Ich weiß gar nicht, wann steht das Final Four an? Muss ich sagen, keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Keine Ahnung. Ich weiß, dass wir jetzt morgen freimachen, Dienstag trainieren, Mittwoch frei, Donnerstag fahren wir nach Dänemark auf ein sehr gut besetztes Handballturnier und wollen da ja, weiter an uns arbeiten und auch mal außerhalb der Halle gemeinsam was machen, einfach auch fürs Teamgedanken und sind dann Donnerstag bis Montag in Dänemark und dann stehen noch drei Drittligaspiele an und irgendwann ist dann noch Final Four, ja. Aber zwischendurch ist einfach noch mal Sommer, wo man ein bisschen Pause machen kann, ein bisschen durchatmen kann. Nee, danach ist er, danach ein Final Four. Ja, genau, danach die Sommerpause. Ja, dann ist Sommerpause, genau. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen. Danke. Fürs Final Four. Hoffe, dass du morgen irgendwann ein kleines Grinsen hast, weil ihr jetzt weiter vorne gekommen seid. Ja. Die Mentalität, auch wenn ihr nachher mit 5 verloren habt und du nicht zufrieden bist in den letzten 10 Minuten, die Mentalität war trotzdem groß genug, dass ihr jetzt vorne vorgekommen seid. Das stimmt. War auch ein starker Gegner, muss man aber auch. Kompliment an Blomberg, die da nie aufgegeben haben. Spielerin des Spiels steht bereit, das ist Merle Pauser geworden. Ja. Die hat sich mehr als den Arsch aufgerissen, muss man mal deutlich sagen. Genau. Und ich sage erstmal an dich vielen Dank, dass du da warst. Danke. Schön, dass ihr auch da wart. Gerne, gerne. Abend. So, dann begrüße ich nochmal Charlie. Und Merle, grüß dich. Hallo. Ich hole mal Charlie gleich dazu. Komm dazu, wir haben genug Platz hier bei uns. Weißt du schon, warum du hier stehst? Mir wurde gesagt, ich wurde Spielerin des Spiels. Richtig. Die Community, die Zuschauenden haben abgestimmt, du bist Spielerin des Spiels geworden. Du und Ruslana waren, glaube ich, die sich mit mentalitätsmäßig am meisten den Mors aufgerissen haben. Ja, da würde ich jetzt nicht so große Unterschiede machen tatsächlich, weil wir als Teamleistung... Richtig, ihr habt euch alle den Mors aufgerissen, aber für die Zuschauer war es halt so, dass ihr die quasi vorweg marschiert sind. Und trotzdem waren es am Ende, trotzdem mit 5-Tore-Sieges irgendwie 2 zu wenig. Ich glaube, ihr habt alles an Lob verdient hier aus der ganzen Halle. Das hat auch euer Trainer schon gesagt, das hat auch Adrian eben gesagt, seitens Buxtehude. Ihr habt jetzt noch unfassbar wichtige Spiele in der dritten Liga vor euch, habe ich mir auch sagen lassen. Und du warst gerade noch krank vor ein paar Tagen. Ja, was ich nicht alles weiß. Auf jeden Fall, du hast es verdient, heute Spielerin des Spiels zu sein. Dankeschön. Charlie, habe ich noch irgendwas vergessen? Zum Merle? Nee, also ich fand
echt erstaunlicherweise, wie viele Varianten du hattest da beim 7 Meter. Wie er schon gesagt auch, wie du die geübt hast vor dem Spiel schon. Die hat man dann auch gesehen, wie die dann gesitzt haben im Spiel. Richtig gut. Dankeschön. Ich will dich gar nicht belästigen damit, dass du was zum Spiel sagen musst. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ihr habt ein grandioses Spiel gemacht und ihr habt alles Lob verdient. Kommt gut nach Hause und habt eine schöne Sommerpause dann irgendwann nachher. Ich habe gehört, jetzt erstmal 2 Wochen Pause, habe ich gehört. Ja, da bin ich auch ganz froh drüber. Erstmal eine Woche in die Eistonne jetzt. Ja. So, kommt gut nach Hause, vielen Dank. Dankeschön. Und von Fabi gut massieren lassen. Ich wünschte. Charlie, wir beide haben die Ehre hier, das Abschlussfeedback zu machen. Also ich bin gerade ein bisschen erstaunt, aber auch irgendwie fasziniert. Es scheinen noch andere Trainer neben mir zu geben, sprich Adrian. Der hat richtig einen vom Leder gelassen hier. Der ist richtig sauer und richtig unzufrieden. Ja, habe ich auch kurz gemerkt, als ich ihm einmal Glückwunsch gesagt habe. Also ich habe ihm nicht nur Glückwunsch gewünscht, sondern auch gewünscht, dass er in den nächsten Tagen dann doch vielleicht mal ein kleines Grinsen auf dem Gesicht hat zwischendurch. Aber er sagte, er ist hier für Ergebnishandball und das ist definitiv heute nicht gewesen. Er hat auch gesagt, letztes Heimspiel in der Saison, zu Hause mit 5 Verlieren. Ja. Du reißt hier 50 Minuten den Arsch auf und stößt alles mit dem Moos um, sagt er. Ich kann ihn irgendwo verstehen. Ja, wollte ich gerade sagen, hat er schon recht. Schlussendlich trotzdem Final Four jetzt. Und trotzdem steht seine Mannschaft im Final Four. Ja. Tobe, Frage an dich als Vollprofi. Was muss Buxtehude jetzt noch anpassen in den nächsten Wochen fürs Final Four, damit da irgendwas drin ist im Final Four? Boah, sicher von Start an mehr die Lücken angreifen, also dass man da gezielter angreift und nicht einfach irgendwie so ein bisschen halbherzig anfängt. Und wenn es am Ende wieder so eine Situation geben würde, dass sie da mehr Ruhe reinbekommen, vor allem auch im Abschluss mehr Ruhe bekommen, weniger technische Fehler, das ist, glaube ich, über das ganze Spiel hingesehen, dass sie da sicher dran arbeiten müssen, weniger technische Fehler zu machen. Und ein bisschen die Mentalität zum Ende hin, wenn es um die Crunch-Time geht, noch mal ein bisschen stärken. Jetzt haben wir die Frage, wie man das hinkriegt, durch Erfolge, so wie heute. Ja. So, also zusammenfassend, der Buxtehude SV zieht ins Final Four ein in der A-Jugend-Bundesliga. Wo das Ganze ist, wer das Ganze ausstrahlt und wann das Ganze ist, das werden wir die nächsten Tage berichten. Wir als Sprung auf TV, Charlie und ich haben jetzt Feierabend. Ja. Sagen euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch. Ich drücke auch euch und dir die Daumen für die weitere Saison als Norddeutscher natürlich. Vielleicht ist da doch noch ein bisschen was drin, dass ihr ein bisschen Europa bereisen dürft. Na, jetzt hole ich weit aus. Ja, das ist schon weit, wäre ein Traum, aber... Gut, ansonsten bereist du einfach, die Schweiz gehört auch zu Europa. Ja. Passt schon. Also, wir wünschen euch zu Hause noch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir als Sprung auf TV freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Lasst gerne noch ein Like da und dann sehen wir uns wieder, wenn es ganz bald wieder heißt. Sprung auf TV, Live-Handball. Tschüss aus Buxtehude. Tschüss.